alle wollten sich schützen, indem sie gesagt haben, wir verbieten den Nationalteamspielern, wenn sie dorthin gehen, bla bla bla. Immer mussten wir Spieler wieder dafür zahlen, dass wir wo besser spielen wollten. Aber die Elf ist stärker als all dieser Bullshit. Und Elf ist Elf. Maßstab aller Dinge. 12 Regular Season Games, 4x15 Minuten. Halt das aus, Junge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Football Meets Your ELF Star. Ich bin Hendrik, neben mir sitzt Elias. Elias, grüß dich. Servus. Und heute haben wir uns einen besonderen Gast mal aus der österreichischen Hauptstadt eingeladen. Von den Vikings hatten wir ja bisher noch keinen Gast, aber es wurde langsam mal Zeit. Und zwar ist das der Alex. Alex, grüß dich. Hallo, servus. Tu uns mal den Gefallen und tu mal den Leuten da draußen den Gefallen. Stell dich einmal kurz vor, wer bist du eigentlich? Mein Name ist Alexander Milanovic, Nummer 61, linker Tackle von den Vienna Vikings. Ja, wer bin ich? In Wien geboren und aufgewachsen in Österreich, Nationalteamspieler des Herren-Nationalteams und seit 2005 im Vikings-Nachwuchsprogramm gewesen und eben auch ein bisschen um die Welt gekommen. Der erste Österreicher, der die Ehre hatte, College Football in den Staaten zu spielen, ohne davor Highschool Football gespielt zu haben. Okay. Und ja, auch in Finnland gespielt bei den Helsinki Roosters und ein kleines Projekt nebenbei auch gehabt während der Corona-Saison in Bosnien-Herzegowina. Hier in der Republika Srpska in Banja Luka habe ich einem Team geholfen, das bisschen im Heimatland Football weitergeht. Und Und genau. jetzt wieder in Wien bei der ersten ELF-Saison der Vienna Vikings wieder dabei. Und ich habe es vorhin in deiner Instagram-Story schon gesehen. Du bist gerade auch wieder in der Republik Srpska, oder? Genau. Genau. Bin jetzt eigentlich Das bei der ist. Freundin in der Wohnung. Morgen sehe ich die Oma. Und am Mittwoch fahre ich nach Kroatien. Da bin ich mit der Freundin auf Bratsch. Bisschen Urlaub, bisschen entspannen. Die Bye Week ausnutzen. Ja, wir kommen erst später noch zur European League of Football. Aber zunächst einmal die Frage: Wie geht's dir und deinem Körper? Kommt die Bye Week zur richtigen Zeit? Also nach 6 Wochen Ich Football. hatte, ich habe mir heute einen Weisheitszahn ziehen lassen. Oh. Dementsprechend habe ich das Glück, mein ganzer Körper tut mir nicht mehr weh. Nur da oben ist jetzt ein bisschen was, aber es ist nicht schlimm. Barcelona war ein Dogfight. Also es ging mir noch lange nicht mehr so dreckig wie dort. Die Hitze, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber irgendwas habe ich nicht richtig gemacht, weil im ersten Drive nach dem vierten Play konnte ich nicht mehr atmen. Und das ging so das ganze Spiel. Also ja, dem Körper geht es Gott sei Dank gut. Keine gröberen Verletzungen. Hier und da so Soreness. Aber mein Strength and Condition Coach, shout out to Pack Athlete. Der kümmert sich sehr, sehr gut um mich und schneidet mir immer was Nettes zusammen und den Plan befolge ich. Und da geht es auch dann im hohen Alter mit eben jetzt 30 noch weiterhin zu performen. Bei dem Wetter, breitet ihr euch oder breitest du dich da auch anders vor? Also trinkst du schon viel mehr oder nimmst du Also, Magnesium also oder? ich habe nach Stuttgart hatte ich einen Full Body Cramp Okay. und beim Tape abschneiden hat es angefangen nach dem Spiel und da hat dann unser Teamarzt gemeint, es gibt so Saltstick-Tabletten, also Elektrolyte, Vitamin D3, Magnesium und Kalium, die fresse ich die ganze Woche, ein, zwei am Tag. Dann vorm Spiel hydraten und das Allerwichtigste ist doch das Essen. Also was ich dann da vom Spiel esse. Immer was Leichtes, Chicken, Rice, Gemüse und vorm Spiel sowieso immer nur kleine Portionen, weil auf einen halbvollen Magen läuft man schneller, habe ich gehört. Ja, fangen wir mal ganz kurz, ganz, ganz von vorne an. Und zwar spielst du jetzt wieder da, wo du damals angefangen hast. Wie bist du damals überhaupt zu den Vikings und allgemein zum Football gekommen? Okay, also ich war, es war die vierte Klasse im Gymnasium, das ist die achte Schulstufe. In Österreich geht man nach 4 Jahren Volksschule schon ins Gymnasium. Und da hatte ich einen Schulkollegen, der war ein ziemlicher Nerd, der Tobias Simek. Und der war halt der Gescheiteste in der Klasse und der hat gesagt, ich spiele jetzt Football. Und man dachte, erst, wie kommst du dazu, Football zu spielen? Jetzt bist du sicher nicht der Coole. Ich will das auch machen. Damals habe ich den, auch in dem Jahr habe ich den Film gesehen, Any Given Sunday, und davor natürlich Waterboy schon gekannt. Aber durch Any Given Sunday habe ich mir gedacht, ma, das ist wirklich ein cooler Sport, würde mich interessieren. Und ich war halt mit 13 Jahren schon 1,82 groß. Und ja, Balkanesen, wir haben die besonderen Gene.
Und dann hat mein Vater hat ein Stammlokal im dritten Wiener Gemeindebezirk gehabt, Ritschis Café. Und der Ritschi war ein uralt Vikings-Fan. Da hat mein Vater eingeredet: Herr Schrelko, wenn du das machen willst, wenn du den Buben wohin schicken willst, dann schick ihn bitte zu den Vikings. Dort hat er das beste Team und das beste Nachwuchsprogramm und vergeudet keine Zeit und kein Geld, schick ihn zu den Lilanen. Weil ich war damals eben im Klassenkollegen bei einem Verein, der hat sich neu gegründet in Wien 2004, die Vienna Knights. Da war ich halt einen Monat und dann haben sie mir den Zahlschein zugereicht und gesagt: Nein, jetzt kannst du einzahlen und bist ein Mitglied. Und ich habe mich halt umgeschaut und ich sehe nirgendwo Jugendliche oder Kinder. Da habe ich mir gedacht: Ja, was bringt es mir mit 13 Jahren, mich mit erwachsenen Leuten einzukasteln? Das ist nicht so meins. Und der Grund war eigentlich nur, weil ich halt Angst hatte vor diesem Tryout. Jeder Verein in Wien hat gesagt: Die Vikings, das sind Arschlöcher, eingebildet, präpotent. Dort hast du fünfmal die Woche Training, dort hast du keine Chance. Und das Tryout, da testen sie alles. Und ich glaube, als 13-jähriger Junge macht man sich schon Sorgen, wie das ist, wenn man dann abgelehnt wird. Und ja, ich habe halt den Mut zusammengefasst, nachdem mein Vater es dann zum vierten Mal probiert hat. Und er sagt: Jetzt komm, gehen wir zum Tryout. Und ich bin dort angekommen, die haben sich gleich mal die Finger abgeschleckt. Dieser große Junge, den wollen wir haben. Und das halbe Tryout war vorbei und die haben mir schon einen Zettel in die Hand gereicht und gesagt: Na, du kommst, du kommst, du kommst. Und ja, dann hatte man eben damals die sogenannte, das Quereinsteigerprogramm, die Rookie School. Das dauert einen Monat, bist du ohne Ausrüstung und lernst nur die Bewegungen, Basics und Football selber. Danach hast du dann einen Monat in Ausrüstung und dann kommst du ins jeweilige Nachwuchsteam. Ich habe halt das Glück gefasst, am Ende November zum Tryout zu gehen. Das heißt, über die ganze Winterpause war ich Quereinsteiger. Das waren 4 Monate. Nach 4 Monaten habe ich dann meine Ausrüstung genommen und mein Vater hat natürlich keine Ahnung gehabt, wie viel dieser Spaß eigentlich kostet. Zuerst habe ich ihm 400 € Lagschein hingelegt, Papa, zahl. Er hat gesagt: Du hast mal nicht gesagt, dass das so teuer ist. Ja, wurscht, zahl. Und dann sind wir Ausrüstung kaufen gegangen. Das waren noch einmal 590 € damals. Und da hat er mich angeschaut und gesagt: Mein Sohn, du hast mich reingelegt. Aber passt schon. Gnade dir Gott, wenn du daran denkst, aufzuhören mit diesem Sport. Ja, ich komm zum ersten Training und krieg gleich mal aufs Maul von den anderen Quereinsteigern. Und die waren halt alle älter als ich, weil die Coaches nicht wussten, dass ich 13 bin. Die dachten, ich bin 16, 17. Und ja, die ersten 3, 4 Trainings hat das gar keinen Spaß gemacht. Überall klempert's, klimpert's, klingling, du hörst alles auf dir, das fühlt sich unangenehm an. Du musst jemanden tackeln, wirst gleich mal über den Haufen gelaufen und hast einen Reality-Check. Und ja, ich habe mir gedacht, eigentlich habe ich keinen Bock mehr drauf, das macht absolut keinen Spaß. Oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann nach einer Zeit haben sie mich zu den Jüngeren gestellt, die jüngeren Quereinsteiger, und da haben wir auch 2 drauf Small Court. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ändert sich anscheinend nicht. Und dann bin ich ins Nachwuchsprogramm gekommen, in die unter 14, die nannten sie damals Schüler. Es gab Minis, Schüler, Jugend, Junioren. Bin in die unter 14 gekommen und da hatte ich einen Coach, der ist ein berühmter Physiotherapeut und Chiropraktiker in Wien und ein ehemaliges Mitglied der legendären O-Line der Vienna Vikings, das Sixpack aus den 90er Jahren, Dimitri Galanos. Und der Typ ist ein Psychopath. Das ist so ein, der geht zum Zahnarzt und sagt: Ich will keine Spritze, weil der Schmerz ist so klar und rein. Aha. So einer ist es. Der hat auch mal bei einem Reverse einem Typen das Face Mask nach innen gebogen und ihn ohnmächtig geblockt auf einem Blindside-Hit und hat dafür sogar eine Penalty bekommen, obwohl es ein sauberer Block war. Der hat auf einmal 12, 13, 14-jährige Kinder online unterrichtet und er hat mir erklärt: Du nimmst deinen Gegner, du bringst ihn von A nach B gegen seinen menschlichen Willen und dann pancakest du ihn. Und dann gehst du zurück ins Huddle und machst das noch einmal. Und da hatte ich meinen Klickmoment. Da war mir alles klar. Da wusste ich genau, was ich machen muss. Nimm ihn und schieb ihn an. Und von da ging es dann nur noch bergauf. Bergauf. Also das war dann, da habe ich dann eben die Schüler, die Jugend, die Junioren durchgemacht und im zweiten Jahr Junior, nachdem ich fertig war, wollte ich unbedingt in die Kampfmannschaft, also in die Erwachsenenmannschaft. Und dass der Headcoach von den Junioren niemanden verliert, hat er mir das Ultimatum gestellt: Wenn du in die Kampfmannschaft gehst, darfst du nicht mehr in den Junioren spielen. Und das waren aber meine Kindheitsfreunde, das waren meine Homies, Dustin Ilechko, Benji Bubik, Dominik Bunschu, Paul Werner. Mit dem bin ich groß geworden und jetzt komme ich halt in eine Mannschaft, wo mir jeder sagt: Du wirst nicht spielen. Du wirst ein Jahr Development haben, bla bla bla, wie auch immer. Egal, was sie mir gesagt haben, ich habe die Leute angeschaut und mir gedacht: Herrst, ich hole mir den Starting-Spot, ist mir egal, was du sagst. Ja, dann war das erste Training, also
Ich habe das damals dann entschlossen. Ich sage Nein zu dem Nachwuchs und gehe jetzt zu den Erwachsenen. Und natürlich habe ich gesagt, Coach Obermeier, aber wenn du mich jemals brauchst, nächsten Herbst, ich bin immer für euch da. Und so war es dann auch. Er hat mich nämlich zurückgerufen. Mein Bluff hat funktioniert. Hab dann 2010 mein erstes Jahr mit den Erwachsenen gespielt. Da bin ich dann zum ersten Training gekommen und da war ein sogenannter Ophoven, ein deutscher Tackle, der in Wien studiert hat. 2,04 Meter groß, ein Mordstrom, aber er konnte seine Beine nicht bewegen. Und ich habe sofort gewusst, ich nehme deinen Spot. Books all talk, nichts dahinter. Und so war es auch. Erstes Training, den besten Linebacker bei einem Konter am Pool am Arsch gesetzt. Number 61, you're the starter. Dankeschön. Ein halbes Training habe ich gebraucht und war dann Starter. Dann habe ich eben meine ersten Erfahrungen mit den Erwachsenen gesammelt. Euro Bowl gegen die Berlin Adler gespielt, dieses Finale in Wien, was sie gewonnen haben. Österreichische Meisterschaft gespielt, wo wir ins Finale gekommen sind. Nein, im Halbfinale ausgeschieden. Und ja, da habe ich dann meine ersten Erfahrungen gegen erwachsene Leute gesammelt im Alter von 18. 2011 dann noch ein Jahr gespielt und Ja, jetzt muss ich zurückspulen. 2011. Dann machen wir bei 2011. 2011 weiter, Hendrik, oder? Dann, weil Ja, dann okay. hätten würde ich. Möchtest Also du noch das war was mit dem sagen? College. Also das mit dem College hat angefangen 2008 bei der European Championship in Sevilla. Mir wurde die Ehre erlangt, als 16-jähriger Spieler des U19-Teams nicht nur Speaking Captain zu sein, sondern ich wurde ins All-Star-Team gewählt, anhand von meiner Performance gegen Deutschland. Weil die Deutschen habe ich mit Genuss bin ich da ans Gas gegangen. Wisst ihr, Sehr diese cool. Rivalität Österreich-Deutschland. Ja, Ja, die Beefcakes umhauen, macht Spaß. dieser Wiener Park-Serbe, der ist nicht vom Gas gegangen. Ah. Und da habe ich halt zwei, drei Orgel-Plays gehabt, wo ich jemanden richtig am Arsch gesetzt habe. Und damals haben nur Coaches gewählt und ich bin ins All-Star-Team gekommen. Diese All-Star-Liste haben Leute in Amerika zugespielt bekommen, die mich dann kontaktiert haben. Wärst du nicht interessiert am College-Football? Und ich habe damals mit 15 Jahren die Dokumentation auf Galileo gesehen über Georgia Bulldogs. Die gibt es noch immer auf YouTube. Und habe gesehen, was so ein College Game Day ist und was College Football ist. Und damit kommt man in die NFL und man träumt halt groß. Und habe dann angefangen, all diese Leute, die mich kontaktiert haben, mit Genuss und Sicherheitsabstand mir Informationen zu holen. Weil es ist eine NCAA-Violation, wenn man da unvorsichtig ist, damals schon. Dann haben die mir erklärt, was ist der SAT-Test, was ist der TOEFL, was bedeutet es, seine Noten übersetzen zu lassen und was sind die 16 Core Courses to be D1 eligible. Das hat mir keiner erklärt, das haben mir die erklärt und ich habe seit dem 16. Lebensjahr darauf hingearbeitet, dass wenn der Zeitpunkt kommt und ich Stipendium bekomme, ich ready bin. Weil ohne dem kannst du der beste Hugo am Planeten sein, du kannst nicht College Football spielen. Die Noten sind alles. Und in Wien habe ich damals die BauHTL abgeschlossen, höhere technische Lehranstalt für Bautechnik, Tiefbau, Hochbau, Baumanagement. Und ich hatte das Glück, mein Erdstofflabor, wo wir Erde geprüft haben, ob darauf Bauen gut ist, wurde als Natural Science Laboratory angewertet und ich war eligible. Nach der Matura vom Papa das Geld bekommen und das Flugticket gezahlt, dass ich halt rüberfliege. Also 2011 noch bei den Vikings gespielt. Mir ein Highlight zusammengestellt von 2010 und 2011 und das ausgeschickt. Aber warst du nicht noch zwischendrin bei dem International Bowl? Ja, beim Team World. Team Das World heißt. vs. Team USA. Da war ich eingeladen und habe auch gespielt als Starting Right Tackle. Aber das hat quasi auf deine College-Laufbahn eigentlich nichts mehr ausgewirkt. Es war ein Trauma. Ich bin dorthin Okay. gekommen mit Kärtchen, wo mein Name, meine Size und mein Highlight draufsteht, nur um festzustellen, dass zu diesem Zeitpunkt keiner mehr rekrutiert. Zu diesem Okay. Zeitpunkt werden Leute gesigned. Und ich bin dorthin gekommen, irgendwelche Division 2, Division 3 Clowns haben mich angeredet, wo ich mir gedacht habe, was willst du von mir? Egal. Es war Signing Day. Ich werde das nie vergessen, wie ich dort gesessen bin und all diesen Pappenheimern zugeschaut habe, wie sie in große Universitäten gehen und mich hat keiner angesprochen. Ich war so heiß. Ich war brennheiß. Und ich habe mir diesen Moment gemerkt, auch gegen die Spieler vom Team USA. Das war ein extra Ansporn. Ich durfte gegen Stephon Tuitt, habe ich gespielt. Der Typ, der bei den Steelers dann war, dieses Monster. Gegen ihn habe ich gespielt, das Spiel. Und Joe Bergeron, der jetzt auch in Europa bekannt ist, das war halt der Number One Pick in the Nation, der Running Back. Der ist halt drüber gefahren wie die Eisenbahn.
Und ich habe dann realisiert, okay, es wird nicht einfach, aber ich gebe nicht auf. Und habe halt dort mein Bestes gegeben, bin zurück nach Wien gekommen und habe halt geschaut, dass ich irgendwie auf den Radar komme, weil ich wusste, es gibt eine zweite heiße Rekrutierungsphase, die über den Sommer stattfindet. Für die, die Mist gebaut haben, die die Noten dann doch nicht gehabt haben, die aus jeglichen Gründen noch ihre Scholis zurückgezogen bekommen haben. Und da war unser Linebacker-Coach bei den Vienna Vikings, Jared Vanderbeek, ein ehemaliger Sacramento State Alumni, unser Linebacker-Coach. Der hat dann noch Michael Brennan zu uns geholt als Import. Der war Sack-Leader in Sacramento State mit 47,5 Sacks in seiner Karriere. Den haben wir als Inside- und Outside-Linebacker verwendet. Wie ich dann mit der Saison fertig war, habe ich noch die Weltmeisterschaft in Österreich gespielt. Und da haben mich dann angefangen, Teams zu kontaktieren im Mai, Juni. Auf der Liste war Liberty University in Virginia, wo ja schon vier Deutsche zu dem Zeitpunkt waren. Da haben mir alle deutschen Spieler gesagt: Herst, komm hier nicht her. Das ist eine private Okay. christliche Universität. Du musst um 12 Uhr zum Mittag im Zimmer sein und beten. Komm hier nicht her. Aber ich sage: Passt, das ist genug, was ich da gehört habe. Dann habe ich, Alabama hat mich ins Summer Camp eingeladen über einen dritten Typen, der zu mir gesagt hat: Du musst zu diesen Sommercamps. Das Ganze, was Brandon Collier jetzt macht, das habe ich dann geplant zu machen, ganz alleine. Mit dem Geld, was mir meine Eltern für den Führerschein gegeben haben. Das hätte vorne und hinten nicht gereicht. Darauf bin ich dann auch gekommen. Brandon Collier war damals mein Teamkollege, Defensive Tackle, der mir jedes Training den Arsch aufgemacht hat. Passt. So, dann weiß ich, ich kann diese Summer Camps nicht machen. Dann gab es Thomas Smythe, ehemaliger Head Coach von den Vikings, der jetzt auch noch in Europa coacht, der hat zu mir gesagt: Alex, komm nach Corvallis, ich bring dich ins Office von Coach Riley und ich sag's dir, du gehst mit dem Scholarship raus aus diesem Office. Komm einfach nur her. Okay. Dann gab es University of Sioux Falls, irgendeine D2 School hat Ah, mir noch was angeboten. Ich glaube, da der ist Adria Rotella gewesen. Adria war dort, fix, Coach Genau. Tucker, der auch in Frankreich gecoacht hat, mich hat gesagt, ich will dich haben. Und zwei kanadische Unis, British Columbia University, UBC und das College vom Head Coach vom Team World. Das war dort rechts an der Ostküste irgendwo. Ich habe mir gedacht, Canadian Football, die zahlen nicht genug fürs College, das können sich meine Eltern nicht leisten. Dann auf einmal meldet sich Jared Vanderbeek nach einem Monat: Herr, schick mir den Film, du kannst hier spielen, ich werde denen dein Video geben. Habe ich gemacht. Dann haben sie sich gemeldet nach 5 Tagen, haben gesagt: Du bist ziemlich gut für das Alter mit der Größe, du hast Beinarbeit, okay. Und dann hat mich Coach Spurbeck angerufen, der damalige Head Coach, und hat am Telefon gesagt: Uns gefällt, was wir sehen, wir würden dir gerne ein halbes Stipendium anbieten. Weil Division One AA hast du ja Quarter Scholli, Half Scholli, wir zahlen dir nur Bücher, wir zahlen dir nur Studiengebühren. Oder wie auch immer. Und ich habe gesagt: Mit With all due respect, I'm better than half a scholarship. I'm not interested. Dann hat er gedacht, okay. Und dann habe ich ihm gesagt: And if you really want to know, I'm gonna go to Oregon State first. I'm gonna visit them and then I was planning to go to Sacramento. Was ich nicht gewusst habe, in dem Jahr hat Oregon State gegen Sacramento State ihr erstes Spiel gehabt. Das ist das Spiel, wo die Division One AA Schulen einfach hergeputzt werden. Die kriegen extrem viel Geld dafür. Und er so gesagt: Oregon State? Okay, let me call you in half an hour. Legt mal auf, ruft wieder an, okay, I'm offer you a full ride. Ich biete dir ein volles Stipendium an unter einer Bedingung: Du machst keine Visit nach Oregon State. Das ist eine NCAA-Violation, das habe ich nicht gewusst. Das hätte er nicht machen dürfen und wegen diesen Violations wurde er auch dann rausgehauen nach 3 Jahren. Der hat links und rechts Okay. beschissen. Auf einmal sagt er mir: Jetzt kriege ich das volle Stipendium. Passt, mein Bluff hat funktioniert. Ich lege ihm auf und sage: Ich melde mich in 2 Tagen. Nach einem Tag ruft er mich wieder an und weißt schon, und ich so, wenn du mich so fragst, passt, ich bin dabei. Und Und dann. hab dann ein Letter auf intern unterschrieben, habe maturiert und dann habe ich halt die ganze Papyrologie, dieses Visum und so, dem bin ich nachgegangen. Und habe das Visum dann bekommen und bin halt wegen diesen Visumsschwierigkeiten in der zweiten Woche vom Fallcamp angekommen. Ende zweiter Woche. Und das ist halt Meier. Das ist extrem Meier. Wenn man sich mit Fallcamp, Hellmann ein bisschen auskennt, wenn es da von Anfang an nicht dabei bist, du verpasst extrem viel. Und die haben mich auch damals rekrutiert, gesagt: Wir möchten dich nicht redshirten. Wir glauben, du kannst gleich spielen. Und haben gesagt: Passt, was auch immer ihr von mir braucht.
und bin dann mal nach Sacramento gekommen und hatte einen Reality-Check. 37 bis 45 Grad in der prallen Sonne, zwei Trainings am Tag. Ich, der in Wien jeden Abend um 19.30 Uhr trainiert hat, weiß gar nicht mehr, was ein Training zu Mittag bedeutet. Bin einmal extrem eingegangen. Dann wusste ich auch nicht damals, du hast einen Zeitwechsel von 9 Stunden. Jetzt weiß man, dass wenn du die Kontinente wechselst, du nicht gleich Sport machen darfst, weil deine Verletzungsgefahr viel höher ist. Und eins, was ich halt immer gemerkt habe, auch als ich nach Finnland gegangen bin, du kannst nicht atmen die ersten 2 Tage. Ich weiß nicht, was es ist, du kannst nicht gescheit atmen. Und dort war es halt nochmal extrem stark mit der Hitze bedingt. Und ja, bin dann gleich mal angekommen und mal eingegangen. 3 Plays, 4 Plays, Inside Run, dann hast du mich schmeißen können. Und er hat halt gemeint, naja, you're out of shape, we're gonna get you running. Und dann wurde ich gleich mal am Anfang bestraft halt, running. Wo Spieler schon in der Dusche gesagt haben, hörst du, bist jetzt 2 Tage da, was hast du bitte für Mist gebaut, dass du jetzt schon laufen musst? Dann haben wir ihnen erklärt, nein, nein, ich bin out of shape, ich muss das machen. Also es war Hölle. Ja, ist schon interessant, wie man früher es geschafft hat, rekrutiert zu werden. Also da haben wir jetzt mit Gridiron Imports und PPI Recruits, haben die Jungen aus Europa jetzt schon mehr Chancen oder haben es leichter, glaube ich, als du damals. Was heißt? Mir hat noch Sacramento State gesagt, wir bieten keinen ein Full Scholarship ab, den wir nicht persönlich besuchen und kennenlernen können. Ja. Ich so, ja, aber die Chance habt ihr nicht. Ich bin in Wien und ich komme gerne, wenn es mich wollt. Also sie haben auch gesagt, bei dir haben wir Ausnahmen gemacht, die wir keinen gemacht haben. Ja, aber was auch damals passiert ist, ein O-Liner hat aufgehört. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber im College-Football ist das so, wenn du Fallcamp hast, hört jedes Jahr einer oder zwei O-Liner auf. Deswegen bringt man auch 16. Die hören auf, die quitten. Nach 3 Tagen sagen sie, this shit is too hard, I'm not doing this no more. Und die sind weg. Highschool-Football, Larifali war leiwand, aber das ist jetzt richtiger Scheiß. Ja. Und ja, statt dass mir einer gesagt hat, hörst, Alex, du gehst jetzt nach Sacramento, bereite dich vor, dort wird es ernst, da ist jeder schneller, stärker, aber nicht so gescheit. Haben die mir nichts gesagt. Einfach nur so, ciao, auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ich gegangen bin, weil ich verstehe auch die Seite der Vikings. Du bildest einen jungen Mann aus, er wird gut und dann brauchst du ihn für die Kampfmannschaft und er haut einfach ab. Wenn er das macht, werden das alle machen. Also war das am Anfang so nicht so unterstützt. Und erst mit der Zeit kam das dann, wo mehr und mehr es geschafft haben, dass sie endlich verstehen, erst die können dort eine Ausbildung genießen, die sie dann zurückbringen und das weitergeben können. Und ja, bin dann in Sacramento angekommen und hatte einen O-Line-Coach, mit Abstand einer der besten, die ich je hatte, aber ein richtiger Tough-Ass. Nebraskan Cowboy, Division II All-American damals. Er ist jetzt Coach bei Kansas State. Legende, Coach Riley, Connor Riley, ein Ire, also irische Abstammung. Und der hat halt mit dem Europäer, der, he did not fuck with the European. Er hat mich nicht rekrutiert. Das hat ihm mal nicht geschmeckt. Mhm. Er hatte keine Mitbestimmungsrechte, was mich anbelangt. Der Head Coach hat mich rekrutiert, weil in einen O-Liner abgesprungen ist. Zweitens hat er keine Ahnung, der kommt aus Europa. Kann der überhaupt irgendwas? Weißt du überhaupt, wie man Englisch redet? Und ja, dementsprechend, so lieb er auch am Telefon war, umso schlimmer war es dann am Feld. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich spiele in Europa, habe mehrere Head Coaches, gehe durch mehrere Systeme, kenne mich aus in der Spread Offense. Inside Zone, Outside Zone, Power, 5 verschiedene Pass Pros, name it. Ich kann es auseinandernehmen, ich kenne mich aus. Komm nach Amerika, lauter Freshman O-Liner, die keine Ahnung vom Leben haben. Der eine hat sogar die Hand im falschen Stance gehabt in seinem Highlight. Sie wissen nichts, die wissen aber, eins wissen sie, how to get off the ball. Und sie sind stärker und haben mehr Kondition. Manche Imports in Europa sind ein feuchter Furz verglichen zu 19-, 20-jährigen Spielern im Division One Level. Weil die kommen nach Europa und lassen sich gehen oder trainieren nicht für die europäische Saison, weil sie glauben, sie sind die Besten. Und da habe ich mir gedacht, ich bin eh gegen ein paar Import-Linebacker und D-Liner gegangen. Na, dort ist jeder ein Import und jeder hat den Get-Off off the Ball. Und alles, was ich in Europa gelernt habe, durfte ich nicht mehr anwenden. Ich gehe One-on-Ones, Senior. Ich habe sie alle auseinandergenommen, außer den All-American. Ich habe gesagt, Herst, komm her, David Coleman, komm her. Oh, Alex is calling you out. Boom. Mach ein Vertical Pass-Set wie Joe Thomas. Punch ihn, leg ihn am Boden. Alle freut's, ich freue mich. Ich stehe auf, er kommt zu mir und sagt, don't you do that European Pass-Block Bullshit ever again.
Ich schaue ihn an, ich denke mir so erst, was ist mit dir, Alter? Ich habe deine Senior auseinandergenommen. Yes, Coach, okay. Run-Blocking muss dich zwei Schritte in den Boden bringen vor dem ersten Kontakt. Das habe ich ein Jahr, also das habe ich 6 Monate nicht geschafft. Ich konnte diese zwei Schritte vom Kontakt nicht reinbringen, weil die so schnell in deiner Fresse sind. Aber es geht. Es geht. Du musst nur explosiver sein. Und immer die gleichen Fehler. Immer die gleichen Fehler, wo er einfach draufgeritten ist und dich im Meeting Room auseinandergenommen hat. Academic Meetings macht jeder mit dem GA, mit dem Graduate Assistant. Ich musste sie mit ihm machen. Wo ich einmal einen Einser geschrieben habe, weil dieses General Education in College ist ja nicht schwer. Und danach ein Zweier oder ein Dreier geschrieben habe, hat er mich zu Sorg gemacht. Also ich weiß, wie gescheit du bist. Ich weiß, wie gescheit du bist. Was soll das? Tough ass. Tough ass. Ja. Aber ich bin ihm dankbar dafür. Okay. Eine andere Art des Umgangs allgemein. Also war das allgemein bei Coaches so, dass die eher, ist ja schon fast Militärstil zu haben, oder war das ja jetzt vor allem bei ihm? Unser Strength and Condition Coach war ein ehemaliger Marine. Unser DB Coach war ein ehemaliger Navy SEAL. Erst March or die. Es sind 40 Grad, es interessiert keinen. March or die. Das war immer so die Devise. Und du schaust dich herum und jeder hat die Kondi und du weißt nicht, wie machen die das erst? Wie? Aber es geht. Man braucht nur die Eingewöhnungsphase. Also bei mir hat es gedauert ein Jahr. Ich habe gesagt, ich werde ein Jahr durch die Hölle gehen. Wenn ich dann keine Resultate sehe, gehe ich ins Junior College oder ich gehe wieder zurück. Ein Jahr werde ich das aushalten. Und dann warst du direkt Starter in deinem zweiten Jahr. Ja, also nach 12 Tagen wollte ich damals schon aufgeben. Okay. Und Skip Albano, ein Coach, den ich in Wien hatte, der lebt in Granite Bay, der ist zu mir gekommen. Also wir haben uns getroffen. Er so, hey, my wife would cook you a home-cooked meal. Hast du nicht Lust darauf? Und ich so, ja, natürlich. Und bin zu ihm gefahren, zu seiner Frau Jan Albano, und habe halt mit ihnen geredet. Und er hat zu mir gesagt, du musst verstehen, in Wien gibt es gerade viele Leute, die dir diesen Erfolg, den du hast, nicht gönnen. Die freut es nicht, dass du der Erste bist. Und ein paar Leute haben sogar Wetten abgeschlossen, nach wie vielen Tagen ich quitten werde. Jetzt, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Es interessiert mich auch nicht, ob er mir da was nur was erzählt hat. Aber das war der Grund, dass ich gesagt habe, entweder ich sterbe hier und man bringt mich im Sarg zurück nach Wien, oder ich ziehe es durch. Das war's aus, weil eins, ich werde niemals meine Hater zufriedenstellen. Niemals. Und habe es durchgezogen. Nach einem Jahr haben sie mich zum linken Guard rüber positioniert und dann in den Summer Workouts im letzten Training hat sich der rechte Tackle eine fast career-ending Injury zugezogen, die berühmte Liz Frank Injury. Zwischen dem großen Zehen und dem mittleren Zehen hast du ein Band. Das hat er sich gerissen und es wurde eingezwickt. Dann nimmst du das Band raus, bindest es mit Kevlar um den Fuß und du bist 8 bis 12 Monate out. Das war die Nummer 1 Verletzung in den 70er Jahren von NFL-Spielern, weil sie damals keine MRT hatten, wo sie nicht wussten, was da los ist. Und der war halt out. Also haben sie mich von linken Guard auf rechten Tackle gesetzt fürs Fall Camp und ich habe mir den Status sofort verdient, weil ich all das gemacht habe, was mein Coach wollte. Hands inside, 2 steps before contact, etc. etc. Und Tag Nummer 11 sind mir 2 D-Liner auf den Knöchel draufgefallen und ich hatte einen Low Ankle Sprain. Und da habe ich dann mal zu spüren bekommen, was es bedeutet, sich am College-Level zu verletzen. Am ersten Tag sagen sie, Herr, es macht dir keinen Kopf, es wird schon alles gut gehen. Am zweiten Tag warten wir auf die Resultate. Und am dritten Tag nehmen sie dich, legen dich auf Seite und du existierst nicht mehr. Man muss den Backup jetzt vorbereiten, weil sie nicht wissen, wann du zurückkommst. Dich gibt es nicht mehr. Auf einmal bist du Superstar und dann bist du weg. Und noch hat mein Coach mich angegriffen und gesagt, ich wette, I bet you're milking it. Ich wette, du ziehst das nur heraus, weil du nicht Fallcamp weitermachen willst, weil es dir zu schwer ist. Und ich konnte nichts darauf antworten. Er glaubt, ich bin ein European Softie. Und dann habe ich halt Zeit gehabt. Nach 11 Tagen war ich zurück. Nach 9 Tagen war ich zurück am Feld. Vollgedröhnt mit Schmerzmitteln, zugetaped, scheißegal. Und dann haben ein anderer Tackle und ich mussten um den Starting-Spot competen. New Mexico State war mein erstes Spiel, da haben wir Hälfte-Hälfte gespielt. Er hatte 2 False Starts und ein Pancake, ich hatte ein Holding und ein Pancake. Das ist ein bisschen nervös, doing extra. Beim zweiten Spiel gegen die Colorado Buffaloes haben wir immer Mittwoch nachts ein Training gehabt, um 19 Uhr. Das war immer mein Highlight, weil da war es schon kühl. Und der Typ hat verschlafen.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sie ihn bestraft haben. Der konnte 2 Tage nicht gehen, was sie mit ihm gemacht haben. Er hat mich damals am Gesichtsgitter genommen und gesagt, I hope you fucking ready, because you're starting now. Und hat mich so weggedrückt. Und ich habe darauf nichts geantwortet. Der Typ fuckt mein Face Mask und schüttelt mich. Passt. Aber alles labern. Colorado Buffaloes, ich komme. Direkt auf 46.000 Zuschauer im Stadion dann bei dem Spiel. Das Spiel haben wir gewonnen. Ja. Last second field goal, das werde ich nicht vergessen. Wenn nichts, dann nach dem Spiel hat der Head Coach einen Zettel in der Hand gehabt und hat gesagt, ihr wisst immer, ich habe immer diese typischen Complainer, die sich immer aufregen, dass sie nicht genug Spielzeit bekommen. Jetzt möchte ich 3 Namen vorlesen, die nicht nur bewiesen haben, dass sie ab jetzt feste Starter in diesem Programm sind, sondern ihre Schnauze gehalten haben und das gemacht haben, was von mir verlangt wurde. In dem Spiel hatte ich einen Grade Out von 94.1% gegen Colorado Buffs. Ich hatte einen Orgen Junior, den NFL-Scouts sind, kommen sich den anschauen, Chorizo Udibe hieß der. Nigerianer urschnell, 4-Punkt-Stance, Sprinter-Stance und nur mit Speed will er dich schlagen. Ja, nichts hat er gemacht. Nichts, gar nichts. Null. Direkt auf den Ost gesetzt. Und ja, ab dem Spiel ein Starter gewesen. Ja, dann ging es weiter. Zweites Jahr, drittes Jahr dann fixer Bestandteil, die Redshirt Sophomore Season und dann die Redshirt Junior Season habe ich dann wirklich aufgedreht und All-Conference bekommen. Ja, aber die Hornets haben ja auch immer wieder mal gegen so krasse Unis gespielt, zum Beispiel die Buffaloes und aber auch gegen Arizona State mit so 50.000 Zuschauern. Da habe ich auch gespielt. Genau, 2013, glaube ich. Genau, da habe ich meinen anderen Knöchel gesprained. Aber okay. Da war ich jetzt Starter. Da hieß es, er ist nicht ersetzbar. Da haben sie meinen Flieger den Game-Ready-Boot draufgehauen, Ibuprofen-Spritze ins Gelenk. Das ganze Programm habe ich bekommen. Und mit einem halb zugegipsten Fuß habe ich das Spiel gespielt. Und war okay. War okay. Ja, ist ja fast, spielen können. Fast schon unmenschlich, aber okay. Aber ja. Wie, hey, finde, was du liebst und lass es dich umbringen, oder? Ja. Ich glaube, deshalb bin ich kein Footballspieler geworden, vielleicht. Ja. Aber allgemein, du hast ja dann nicht nur dieses taffe Programm gehabt, wo du dich auch halt auf dem Footballplatz, sondern du bist ja auch noch Student-Athlet. Wie war denn überhaupt die Doppelrolle zusammen? Also Politikwissenschaft hast du, glaube ich, gemacht. Also und dann noch. Ich habe einen Major genommen, der nicht einfach ist. Du hast ja diese Easy Majors, Social Studies, Communications, Criminal Justice, richtige Bullshit-Major, wo du dich nicht viel bemühen musst. Ich habe Political Science genommen, weil ich ein Fach hatte, Introduction into World Politics, was mir extrem getaugt hat. Und da habe ich angefangen, mich mit diesen PhDs, die wir uns unterrichtet haben, richtige Doktoren, Professoren in meinem Unterricht zu diskutieren. Ich habe keine amerikanische Bullshit-Propaganda toleriert. Erst recht nicht als stolzer Serbe. Sicher nicht. All den Dreck, den die gemacht haben und die einfach so überspringen wollte, habe ich nochmal darauf hingewiesen. Ja, aber vergessen wir nicht, was ihr in Guatemala, in Vietnam und da und da gemacht habt und am Balkan und da, weißt du, so toll seid ihr auch nicht. Und denen das heißt, das halt haben nicht, die gar nicht erwähnt, sowas. Ja, ja, denen hat das halt nicht geschmeckt, aber ich habe mal eben meine 16, 18-seitigen Essays picobello geschrieben, mit Quellenverzeichnis und allem drum und dann auf 3 Sprachen. Deutsch, Serbisch, Englisch, alle Quellen, die legitim sind, angegeben. Und habe halt doch meine 1 und 2 bekommen. Es war schon anstrengend und nur viel Arbeit, aber es hat mir Spaß gemacht. Könnte ich nochmal entscheiden, hätte ich sicher nicht Politikwissenschaften genommen. Mit dem kannst du nichts arbeiten. Schwer. Danke, ich studiere das auch. Aber ich kannst Lehrer werden, so auch. Wie ich. Kannst Lehrer werden. Super hoch. Ja. Ich liebe meine Arbeit. Vielleicht wird es ja was mit Sportjournalist. Oh Gott. Ja, ich hoffe, ich überspringe jetzt nicht alle Fragen, aber ich habe eine Frage. Wie gesagt, du warst ja am College, aber wenn jetzt junge Talente nach Amerika rübergehen und diesen Schritt wagen, was würdest du dir empfehlen oder was würdest du dir mitgeben wollen? Es fängt bei der Schule an. Wenn du keine guten Noten hast, verminderst du deine Chance um 80% oder mehr, dass du irgendwo hingehen kannst. Wenn du in der Schule nicht die Arbeit investierst, dann wirst du nirgendwo hinkommen. Weder im Football noch in deinem Leben. Und das sage ich nicht so, weil ich jetzt Lehrer bin, stereotypisch. Na, for reals. For reals. Wenn deine akademische Leistung nicht passt, kannst du eine 4-2 laufen, es interessiert keinen. Aus.
So toll ist keiner, weil warum soll ich dich in meine Uni holen, wenn du dann hier keine Noten bekommen wirst und erst recht nicht spielen kannst? Also fangt es an ab 14, 15, dass ihr lauter Einser schreibt. Und macht den SAT-Test mit 16, 17 und macht ihn mehrere Male. Ihr habt das Recht, den zwei, drei Mal zu machen. Und zerfetzt den SAT-Test, weil dann hast du eine Chance, auch ein akademisches Stipendium zu bekommen. Falls dir nur eine Uni etwas anbietet, wo du nur halt so viel sportlich bekommen kannst. Das zweite ist, forciert euch nicht auf Football. Macht auch andere Sportarten nebenbei. Die bestbezahlten Spieler der Welt, die alle über 100 Millionen Dollar Verträge haben, das sind Multisport-Athletes. Die machen drei Sportarten. Und das zeigt sich. Der Bewegungsapparat von mehreren Sportarten bringt dir nur Gutes. Und es nimmt dir nicht die Liebe am Football, wenn du dein ganzes Leben dich nur auf Football konzentrierst. Das könntest du beim Fußball machen, aber nicht in dem Sport. Und das Weightlifting. Wenn du dich entscheidest, mit 14, 15 anzufangen, in einer Kraftkammer zu arbeiten, arbeite nach Plan. Niemals fürs Posen. Wer geil ausschaut, ist nicht gleich gut. Vergiss das nicht. Er schaut aus wie Tarzan und spielt wie Jane. Macht euch ein Ziel, holt euch professionelle Hilfe, wenn ihr kein Strength and Condition Coach habt, den wir bei den Vikings hatten, und arbeitet nach Plan. Weil sonst tut es euch nur unnötig weh und seid nicht bereit, am Footballfeld durchzustarten. Arbeitet nach Plan und seid diszipliniert. Wenn ihr das wirklich wollt, macht das. Und nicht aufgeben. Bis zur letzten Sekunde, egal was die Leute sagen, bitte schau dich an. Ja, vielleicht schaust du jetzt aus wie ein Knödel. Das heißt nicht aber, dass du in 2 Jahren nicht deine Maschine sein kannst. Also ja, weil du es gerade auch angesprochen hast, mit mehrere Sportarten machen, weil du sonst die Lust am Football verlierst, war das vielleicht auch das Problem bei dir, weil ich habe mal gelesen, dass du in den USA das Spielen, die Liebe am Football eigentlich ein bisschen verloren hast. Ja, aber das war einfach nur, weil es dieser College-Drill ist. Die Hälfte der Sachen, die ich miterlebt habe, sind jetzt Gott sei Dank verboten. Es gibt keine Tour-Days mehr. Fall Week ist Hell-Month. Und heißt, das ist der beste Schmäh. Du hast so und so viele Units angegeben, die du Training haben darfst. Die Head Coaches schalten die Uhr aus, 2 Units vor Ende. Das heißt, wenn der NCAA Compliance Officer kommt, drehen sie wieder auf und man merkt nicht, dass wir eine halbe Stunde länger Training hatten. Und dann kommt ein Coach und sagt, wir trainieren jeden Tag in Full Pads, weil Alabama macht das. Motherfucker, wir sind nicht Alabama. Wir sind Sacramento State. Und genau deswegen sind unsere Beine im Arsch, weil du irgend so einen Blödsinn redest. Da gibt es doch viele Coaches dort, die nicht labern sind. Und eigentlich auch keine Ahnung haben, was sie machen. Diese ganze Oldschool-Mentalität. Und dass dieser Drill und dieses Nonstop, dies, das, Leistungsdruck und kein Leadership in der Mannschaft, das macht, das nagt an einem. Und halt die Entfernung von der Familie. Also ja, dieser ganze Druck und diese Verletzungen und das alles durchzumachen. Und damals, unser Scholarship war auch nicht irgendwas. Also wir wurden nicht gefüttert. Wir haben kein Essen bekommen im Sommer und im Winter, so wie die anderen Programs. Die ganzen D1A-Programs, die füttern ihre Spieler. Wir mussten uns selber darum kümmern. Im Sommer musste ich einen Job mir suchen. Und das Beste ist, ich darf ja nicht einmal off-Campus arbeiten. Also musste ich heimlich in einem Stripclub als Rauschmeißer arbeiten, dass ich genug Geld verdiene, dass ich mir mein Essen kaufen kann, dass ich zunehmen kann. Also teilweise oft suboptimale Situationen. Und wenn du in einem Losing Program bist, dann tust du mir sowieso leid. Also ich habe es dann gespürt mit Adam State im letzten Jahr und Sacramento State war auch ein 500-Team. Wir haben nie mehr als die Hälfte gewonnen unserer Spiele. Und das kommt dahin, dass wir am Ende einfach nicht diese mentale Toughness haben, es noch den Dinos zu holen. So wie jetzt gegen Barcelona. Vikings, mental, tough. Andere Teams, wo ich war, da haben schon ein paar so, das schafft man nicht mehr, das schafft man nicht. Ja, und das kriecht sich ganz schnell in den Kopf rein. Und wenn das 10 Leute in der Mannschaft so denken, dann geht es schon mal schnell, dass du in der Overtime verlierst. Ja. Also das hat mir dann die Liebe genommen. Aber ich habe dann auch viel reflektiert. Ich hätte auch viel anders gemacht. Ich war halt doch jung, naiv und ich habe nicht keinen Mentor gehabt oder irgendwen, der mich da supportet hat oder mir ein bisschen Sinn in den Kopf geredet hat. Doch sehr präpotent und arrogant noch gewesen damals. Auf jeden Fall bist du dann wieder zurück nach Europa gekommen, hast anscheinend doch wieder den Spaß oder die Liebe am Football entdeckt, als du zurück zu den Vikings gekommen bist. Wie war das so nach so vielen Jahren Prügel in den Staaten dann wieder für die Vienna Vikings zu spielen? Naja, ich bin hinkommen und mal gleich so deppert, wie ich bin, dem Journalisten, der mich dann gefragt hat, na, wie wird das Jahr sein, habe ich gesagt, das Jahr, wo die Raiders immer dumm gefeiert haben, dass sie die Besten sind, hat ein Ende genommen. Jetzt komme ich zurück und die Vikings holen sich einen US-Quarterback. Das wollten sie aber nicht. Das wollten sie wirklich nicht. Die wollten noch immer den Austrian Way gehen. Aber ich habe das gleich dem Journalisten gesagt.
hab den Verein unter den Bus geworfen und habe gesagt, die Zeiten ändern sich. Jetzt ist wieder was am Start. Die Spieler in der Mannschaft, viele Neider damals, haben sich nur darauf gefreut, dass sie mich im Training einmal schlagen können, dass sie mir ins Gesicht reiben können. Ja, du, der NFL Milanovic, du bist eh nicht in die NFL gekommen, hast das eh nicht drauf. Das war halt schon ein bisschen mühsam am Anfang, aber all diese lieben Mitspieler damals, um die habe ich mich dann gekümmert. Weil wenn ich eins gelernt habe, wenn du im Training jedes Play 100% gibst und Gas gibst, die müssen besser werden. Weil irgendwann geht es dir am Arsch, dass dich so ein O-Liner die ganze Zeit malträtiert. Und das ist halt dann auch gekommen. Dann haben wir einen guten Quarterback rekrutiert, weil der Headcoach hatte jetzt das Recht, nachdem ich immer dumm posaunt habe, wir holen einen Army, dass er sich einen Army holt. Da hatten wir Kevin Burke und das war eine Top-Saison. Es war wirklich eine urschöne Saison. Und da haben wir uns den Meistertitel wieder geholt und wieder ins Programm reingewachsen. Also das hat dann passt, als wäre ich nie weg gewesen. Und halt immer in der O-Line, immer dieser, du kannst deinem O-Line sagen, was du willst. Mach das so, mach das so. Aber wenn du einen Typen hast, der die ganze Zeit sich Backkicks holt und Ripshots und einfach nur alles macht, was man sich wünscht, das färbt ab. Das färbt ab. Andere wollen das dann auch machen. Das war dann der Fall. Auf einmal ist die O-Line dominant. Wir haben noch Martin Nemeth geholt, einen ehemaligen Dragon-Spieler, der auch ein Psychopath ist. Und dann haben wir Gas gegeben. Und ja, war wirklich eine tolle Saison. Anfangs ein bisschen schwierig, aber wie das Eis dann gebrochen war und alle sich miteinander gut verstanden haben, sind wir doch wie eine Familie zusammengewachsen und haben uns den Titel geholt. 2018 war ja dann auch Dustin Iletschko wieder dabei. Hast du da doch ist der Kontakt nach Helsinki auch durch ihn zustande gekommen, weil er hat ja auch schon mal bei Helsinki gespielt, oder wie ist es dazu gekommen, dass du dann also 2019 noch... Gary Saffron, das war mein Quarterback in Sac State, das ist mein Junge, und er hat dann in Wien gespielt. Und KB hat gesagt, er wird zurückkommen und sie haben ihm halt gesagt, per SMS, wir holen dich nicht mehr, danke für alles, ciao. Per Text haben sie Schluss gemacht mit ihm. Und ich war halt damals urhaß drüber, obwohl mich das jetzt nichts angeht. Jetzt, wenn ich zurückblicke drauf, das ist mich nichts angegangen. Ich als Spieler habe mich da nicht einzumischen. Und ich war aber doch angefressen und habe dann damals überlegt, ich möchte auch noch einmal Profi sein in meinem Leben. Und bin dann, durch Garrett hat mich angerufen im September, Oktober, the Roosters offered me, do you want to come with me? Ich so, fuck it, why not? Und ich habe das Ding gefragt und das hat gesagt, Alex, Helsinki war die geilste Zeit. Die Stadt ist geil, das Team ist geil, alles in Finnland ist leibend, du willst dorthin gehen. Und das war dann ein Grund, dass ich mich für Helsinki entschieden habe. Dann hat Garrett, der Wichser, ist nach Japan gegangen. Im Dezember ruft er mich an, ja, es tut mir leid, ich komme doch nicht. Dann habe ich mir gedacht, naja, für das Geld, was mir Helsinki anbietet, will ich nicht spielen und bin in Kontakt mit Braunschweig gekommen, mit dem Coach Tomlin. Und er so, ja, komm, ich flieg dich nächste Woche nach Hannover raus, schau dir das doch mal an, komm vorbei. Und habe mir eine Official Visit geholt, obwohl ich in Helsinki schon unterschrieben habe. Und haben wir das dann dort angeschaut und sorry, Braunschweig ain't it. Also die Stadt hat mir gar nicht gefallen. Ja, gut. Die Spieler, alle reden nur viel, überall Egos, das Family Feeling war nicht so dabei. Und die wollten mich dort das ganze Jahr haben. Die hätten mir einen Job geholt, die wollten mich als Spieler und dann eventuell als Coach, falls ich aufhöre. Weil sie wollen jemanden, der Deutsch reden kann, der das dann coacht. Und das hat sich urschön angehört. Und dann habe ich mir gedacht, Herrst, ich kann nicht Helsinki Nein sagen. Ich will nicht den Ruf haben, dass ich einer bin, der wo unterschreibt und dann nicht kommt. Das kannst du machen, aber ja. Du hast dann einen Ruf. Und bin nach Helsinki gegangen, um zu realisieren, dass die komplette O-Line aufgehört hat und ich einen finnischen Quarterback habe. Und ich dort mal ankomme und mir gedacht, what the fuck hast du dir da angetan? Aber nie aufgeben, einfach nur im Training Gas geben, die Defense mal trainieren und everything is gonna work out. Und das war dann auch so. Die Defense hat sich gefreut, O-Liner sind langsam zurückgekommen, die ja zum fünften Mal eigentlich schon aufgehört haben. Weil es kann ja nicht dieser eine verrückte Österreicher da sein, es müssen Finnen auch dominieren. Und dann habe ich sie gegenseitig aufgeheizt. Und dann haben wir wirklich am Ende so eine Orgelgruppe beieinander gehabt, dass wir im Finale gegen Kuopio den Finale-MVP geholt haben. Den hat die O-Line bekommen. Und Miro Katmiro hat es ja auch ins All-Star-Team geschafft, dann der finnische Quarterback. Ja, voll. Also, Miro, doch... hey, Miro is the truth. Miro is the truth. Ja. Ich nehme alles hat zurück. Es... Miro, shout out, Miro, you're the truth. Love you, bro. Und du bist ja dann auch ins All-Star-Team gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber
Sean Shelton war ja auch mal in Finnland und ich kann mich erinnern, der hat mal erzählt, dass es ein ganz komisches Aufnahmeritual gab. Also, dass man auch, ja, also hattest du Eins hat auch mich ein. aufgeregt. Ich war Captain in der Mannschaft, aber es kann ein Nicht-Finne kann nicht Team-Speaking-Captain sein. Das hat mich aufgeregt und so Aufnahmeritual gab es keins. Ich weiß nur, das erste Training, ich bin dort hinkommen, ein bisschen out of shape, und weil diese Atemgeschichte hat wieder stattgefunden. Und One-on-Ones. Ich, ein 36-jähriger alter Sportlehrer, der nicht mehr Online spielen sollte, und ein 18-jähriger Junge, der keine 100 Kilo hat. Und ich so, das sind unsere drei O-Liner. Man dachte, Daniel Stanzl ist ja auch aus Wien. Das ist ja auch ein Vikings-Urgestein, der Coach dort. Ich so, Herr Daniel, so haben wir uns das nicht ausgemacht. Ja, es wird schon besser, es wird schon besser. Da beim ersten One-on-One auf einmal sind 18 D-Liner da. Alle, die irgendwo zu den Berlin Rebels gehen, zu denen in die Schweiz, alle sind gekommen, jeder will sich ein Rap gegen mich holen. Naja, oder 9 D-Liner, nicht 18, Entschuldigung, 9, 10 D-Liner, es waren nur viele jedenfalls. Und einen nach den anderen drangenommen. Patz, patz, patz. Am Ende habe ich nicht mehr atmen können, weil ich einen Rap nach dem anderen bekommen habe. Und dann hat mich der eine beim zweiten Rap bekommen. Aber sonst nicht. Und da sind sie alle zu mir gekommen. Hey, we're really happy you're here. We're really happy you're here. Da habe ich mir gedacht, passt, passt, leibend. Und ja, dann ging es langsam bergauf. Da haben wir die TCT gehabt gegen Stockholm und Kopenhagen. Nach Kopenhagen sind wir mit 5 O-Linern ohne O-Line-Coach geflogen, weil der den Nachwuchs coachen musste. Und wirklich immer Adversity, Adversity, Adversity. Aber wir haben unseren Mann gestanden. Und dementsprechend war das eine wundervolle Erfahrung. Nachdem uns die Roosters den Arsch aufgemacht haben, bei einem Freundschaftsspiel im Jahr zuvor zu ihnen zu gehen und mit ihnen sich den 8. Titel in Folge zu holen und mit der O-Line den MVP im Finale. Wo, wirklich toll, toll, toll. Du sagst gerade, es war eine tolle Saison. Warum hast du dann nicht da verlängert? Na, Helsinki hat man nicht so viel zahlen können. Ich habe dort gearbeitet als Lehrer auf einer deutschen Privatschule, Deutsche Schule Helsinki. Da habe ich meine Berufung zum Lehrerdasein gefunden. Und ich habe auf einer Baustelle auch gearbeitet nebenbei. Weil das Geld war genug, dass du überleben kannst. Und die haben halt damals viele Geldprobleme gehabt, was ich verstehe, und konnten nicht so viel zahlen. Aber ja, für finnische Verhältnisse zu wenig und ich rede kein Finnisch. Also ist schon mal schwerer, in die Gesellschaft sich zu integrieren, und den Winter dort wollte ich mir nicht geben. Nach der Saison war ja zweiter Anlauf für die CFL. Nachdem Österreich das Jahr zuvor die Türen zugemacht hat und der CFL gesagt hat, die interessiert uns nicht, also der österreichische Verband, Shoutout an du weißt schon wen, kam dann das zweite Jahr, und da war eins in Italien und Frankfurt, wo sich Österreich auch anmelden durften. Und dafür habe ich mich dann vorbereitet. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, österreichischer Verband, er hattet recht. Die CFL, das ist eine Pappenheimer-Institution. Die rekrutieren nicht nach dem, was du drauf hast, sondern nach dem, wo sie sich die Viewer holen können. Die gehen schon sehr danach. Und ja, bin dort hingegangen, jeden italienischen D-Liner beim One-on-One auseinandergenommen, und der eine D-Liner hat eine direkte Invite bekommen, ich nicht. Das hat geheißen, die können nicht den Tryout in Italien veranstalten und einen Österreicher rufen. Und die haben mir gesagt, hey, du wirst nachnominiert, mach dir keinen Kopf. Und dann wurde ich nachnominiert, dann hätte ich nach Toronto gehen sollen, und dann war Corona. Corona, ja. Nach Corona haben sie mich noch einmal angerufen, und dann haben sie mich noch mal angerufen und gesagt, jetzt bist du zu alt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, CFL, wenn ihr euch noch einmal meldet, und sie haben sich letzten Sommer gemeldet, und da habe ich den Stampede gesagt, meldet euch nie mehr wieder bei mir. Ihr interessiert mich nicht mehr. Ciao, Papa, und aufklickt. Ja, aber du hast es ja dann bist ja dann nach Banja Luka gegangen zu den Rebels und war das dann für dich quasi eher also du warst ja dort auch als Spieler, ne? Spielercoach, ja. Achtmal Spielercoach, genau. Football, achtmal Football. Ich war in Afrika, in Tansania, in Ostafrika, in Dar es Salaam. Dann habe ich da besucht und mir so ein bisschen Tansania angeschaut, aber hauptsächlich geschäftlich dort gewesen. Ich wollte Millionär werden vom 30. Lebensjahr. Ist nicht so gut gegangen. ja, Orgelgeschichte, aber die kommt ein Aber andermal. Und ich war dort und ich bin lass im es probieren. Hotel und sehe auf Facebook Zoom-Call, erste bosnische Liga, die BHFL. Ich denke mir so, was? Willst du mich verarschen? Was? Ich weiß, da ist eine Mannschaft, die ist Sarajevo, die spielt schon 10 Jahre. 8 bis 11 Mann Football. Je nachdem, wenn sie genug Spieler haben, und spielen halt lauter Freundschaftsspiele, und it is what it is.
Und jetzt sehe ich auf einmal, es gibt eine Mannschaft in Banja Luka und nicht nur das, sie haben Karađorđe am Helm und nennen sich Rebels, Ustanici. Die haben einen Typen am Helm, der nach 500 Jahren muslimischer Okkupation den ersten großen Aufstand in der Krajina hochgeholt hat und die Osmanen vertrieben hat mit diesem Aufstand. Das kam eine Kettenreaktion. Nach 500 Jahren Okkupation haben sie gesagt, genug mit euch Osmanen, raus zu unserem Land. Und haben wir gedacht, bisteppert, das ist die Mannschaft, das schaue ich mal an. Und die haben mich in den Zoom-Call eingeschaltet und hör halt so zu. Und die anderen Teams, die filmen sich beim Training, wie sie Jumping Jacks machen, richtige irgendwas. Und ich wollte halt so Tipps geben. Ja, ihr solltet jetzt in die Schulen gehen, ein Flag-Football-Programm hochziehen und das anders angehen. Und denen hat das halt nicht taugt, weil die haben sich dort vermarktet und ich wusste das nicht. Und die haben mich dann, also eine Dame in dem Zoom-Call hat mich gemutet die ganze Zeit. Ich habe mir gedacht, hast du mich gerade gemutet? Habe aufgelegt, habe den Präsidenten in Banja Luka angerufen und gesagt, ich komme. In 2 Wochen bin ich beim Training. Ich spiele das ja für euch. Und ja, ich war halt kein Import, weil ich halt hier auch lange Geschichte über weit entfernt nicht als Import gelte, weil ich die Staatsbürgerschaft nachweisen kann. Ich habe halt die österreichische und alles andere interessiert mich nicht, aber die konnte ich nachweisen und war halt ein Domestic Player, kein Import. Das hat denen mal nicht geschmeckt. Die sind ausgezuckt, aber ich habe die Dokumente gehabt. Und dann, weil ich nach Banja Luka gegangen bin, haben wir uns 3 serbische Nationalteamspieler noch geholt. Goran Zec, der bei Wroclaw Oh, ist, der war bei Stefan euch? Bor ja, Stefan Borkovic, der bei Znojmo jetzt gespielt hat, und Dusan Novaković, dieser Ginger DM, dieses Monstrum, was jetzt in Amerika sich vorbereitet hat für die Tryouts, die er dort hatte. Ja, die 3 sind auf einmal gekommen. Ich habe sie gefragt, was euch dazu bewegt. Und sie so, erst bist du verrückt, der Milanovic kommt daher, wir wollen auch daherkommen. Wir müssen mit unseren serbischen Brüdern kämpfen. Und es war halt so, dass Sarajevo alle in dieser Liga vergewaltigt hat. Also 70-0 und sie gehen nicht vom Gas. Leute haben aufgehört, Football zu spielen, weil sie sich so malträtiert haben. Und ich habe gesagt, no mas, nicht mehr. Und wir sind nach Sarajevo gegangen und haben wirklich zu viert, also es waren 4 Spieler, die irgendwas gemacht haben, das waren wir 4, der Rest hat nichts drauf gehabt oder nur wenig, haben dann dieses Spiel gewonnen, dieses erste Spiel. Und das war schon geil. Aber danach haben sie sich adjusted und im Finale sind sie halt, im Finale war es dann doch nicht mehr möglich. Aber es war eine coole Erfahrung. Ich habe gelernt, als Coach, du musst es einfach halten. Vieles musst du einfach halten und nicht jeder ist wie du oder wie ein anderer guter Spieler, den du gesehen hast. Also es war ein extrem hoher Wert an Selbstreflektierung, was ich anders machen würde, wenn ich das wieder mache. Und habe halt dann 1,5 Jahre Zeit investiert und bin regelmäßig nach Banja Luka gefahren. Habe mit meiner Oma abgehangen, habe super Essen gehabt, habe trainiert in einem Gym und es war Corona. Alles ist zu, du bist überall eingesperrt. Glaubst du, hier ist Corona? Bis um 11 Uhr ist alles offen, Gym ist offen, Restaurants sind offen, wir haben Footballspiele organisiert. Das war ein Traum. Jedes Mal, wenn ich nach Bosnien gefahren bin, habe ich gedacht, erst, wer hätte je gedacht, dass ich von meinem Wien runterfahre und sage, Gott sei Dank komme ich endlich in ein normales Land. Es war schon cool. Und nicht ein einziger Corona-Positiver die ganze Saison. Also ja, es war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung und habe ihnen geholfen. Ich bin in Wien auf Willhaben, das ist so wie Craigslist. Da kannst du gebrauchte Sachen finden. Da habe ich von diesen ganzen Nachwuchsspielern, die aufgehört haben im Football nach 2 Wochen, von all den Eltern habe ich das ganze Equipment aufgekauft und habe für richtig billig Ausrüstungen organisiert. Pylons für die Endzonen. Alle Sachen organisiert und Blocking Shields und so. Und dann haben wir wirklich Trainings organisieren können. Der Nachteil ist halt, in Bosnien ist es so wie in Serbien, du hast ein 3-Schichten-System. Es gibt die Morgenschicht, die Tagesschicht und die Nachtschicht. Und wenn du für eine amerikanische Firma arbeitest, wie zum Beispiel meine 2 O-Liner, die im IT tätig sind, die arbeiten Nachtschichten und dann arbeitest du von 10 bis 7 in der Früh einen Monat durch. Und er kann nicht zum Training kommen. Ich konnte nie 3 O-Liner beim Training haben. Und das hat es halt doch extrem schwer gemacht, weil bei der O-Line fängt es an. Da muss sitzen. Und viele hier verglichen zu meinen Freunden, den Moslems in Bosnien, der Föderation, die das richtig machen. Viele hier waren halt da beim Party machen, saufen. Alkohol- und Zigarettenkonsum am Balkan ist doch höher als sonst wo. Und da kannst du noch so oft sagen, erst geh nicht vom Spiel fort, ja, das geht da rein, da raus. Und dementsprechend war dann auch die Performance im Spiel dann da, wo ich mir gedacht habe, Havi, Havara, was machst du da?
geht es dir gut. Und alleine kannst du es nicht machen. Football ist der ultimative Tiefsport. Alleine kannst du es nicht machen. Es geht nicht. Du hast jetzt schon 6 Spiele in der ELF gespielt, kennst aber dich auch in anderen Teilen der Welt aus. Wie tough findest du die European League of Football? Ja, definitiv härteste Liga Europas, mit Abstand. Die damalige GFL in ihrer Primetime kommt da nicht hin. Obwohl, na, kann ich nicht sagen, ich habe ihn nicht gespielt. Da werden sich ein paar Leute aufregen. Härteste Liga Europas, 4x15 Minuten, ist ein ganz anderes Spiel. Ganz anders. Härteste Liga Europas, beste Liga Europas, beste Vermarktung, beste Plattform. Ich liebe die ELF. Ich liebe diese Liga. Ich liebe die Competition. Jede Woche muss man mit einem Respekt ins Spiel gehen. Jeder kann dich schlagen, wenn du nicht aufpasst. Außer die Istanbul Rams. Aber ja, auch... Kein Kommentar. Ja, nein. Das, also ich habe, wir haben ja auch schon durch das, was wir machen, schon mit vielen Leuten gesprochen von Istanbul Rams, und ich bin mir sicher, die werden hart an sich arbeiten und stärker zurückkommen. Aber weil du gerade sagst, du liebst die Liga, was du bestimmt auch liebst, ist eure O-Line. Und da war ja auch so, dass relativ viele Imports neu dazugekommen sind. Du bist ja auch erst wieder neu dazugekommen, neu zu den Vikings. Und am Anfang hatte man das Gefühl, dass da noch ein bisschen Kommunikationsprobleme da waren. Stimmt es? Und weil ihr seid jetzt viel, viel stärker in den letzten 3 Spielen, als ihr in den ersten 3 Spielen wart. Stimmt da mein Empfinden? It's a process. Du hast gesagt, du hast nicht Football gespielt, oder? Richtig, ja. Okay. Im Football gibt es einen Satz, der ist ziemlich Klischee, aber es stimmt. It's a process. And you have to respect the process. Eine richtig gute O-Line wird jede Woche besser, oder? Die erste Woche ist immer noch da, wo viele Assignment-Errors haben, nervös sind, noch ein bisschen rostig, etc., etc. Jede Woche werden wir besser. Gegen die Raiders hat etwas nicht gepasst, wir konnten ihre Stunts nicht pick up the Stunts, und sie haben halt das dann weiter und weiter gemacht. Da haben wir unnötig viele Sex zugelassen. Stuttgart hat damals geredet, der Head Coach, die O-Line ist die Schwachstelle, die werden wir attackieren. Erst, das ist das Schlimmste, was du jemandem sagen kannst. Wir waren so hass über dieses Statement, wir sind recht aufs Gas gegangen. Ja. Frankfurt wussten wir, dass sie gut sind, aber wir wussten auch, Frankfurt muss 4 Viertel spielen. Haben sie nicht gemacht. Nach 1,5 Viertel haben sie gequittet. They wanted none of that. Weil wir sind nicht vom Gas gegangen. Und dann haben wir natürlich Spieler dazugeholt, weil wir Verletzungspech hatten. Wir haben in einem Training 2 O-Liner verloren. Back-to-back plays, knees out. Richtig schlimm. Aber wir wissen, wir sind ein Team, das stets positiv bleibt. Next one is up. One goes down, next one is up. Und wir haben auch eine ziemlich interessante Rotation in der O-Line. Unser O-Line-Coach hat die Meinung, es müssen viele spielen. Dementsprechend rotieren wir in der zweiten Hälfte Spieler rein, nicht weil der andere kack ist, sondern wir nehmen dann Fresh Legs und setzen sie auf dich. Okay. Das heißt, der Dealer, der die ganze Zeit kassiert, kriegt jetzt Fresh Legs und kassiert noch mehr. Und mir taugt das extrem. Mir gefällt das, was der Coach da macht. Obwohl man sich denkt, naja, 5 sollten ihren Mojo zusammenbekommen. Und, aber es ist interessant, dass du das sagst, weil so, wir hatten das schon häufiger darüber gesprochen, dass ihr viel rotiert in der Offensive Line, und wir dachten ja, dass ihr euch deshalb nur nicht gefunden habt, weil man spielt ja meistens immer mit 5 Leuten, aber ist interessant. Aber du spielst ja jetzt Left Tackle, aber du hast, glaube ich, auch einmal schon Left Guard gespielt, und am College hast du, wie du gesagt hast, Right Tackle gespielt. Right Tackle ist ja auch Left Tackle. Im letzten Jahr Left Tackle, weil ich im letzten Jahr beweisen wollte den Scouts, dass ich beide Seiten spielen kann. Als Swinging Tackle erhöhst du deinen Wert im Aktienmarkt. Okay, und Left Tackle ist dir immer noch am liebsten jetzt, oder hast du da keine Frage? Ich habe so viel arbeiten müssen in der Woche gegen Frankfurt. Ich habe extrem viel abgenommen. Ich bin nicht zum Essen gekommen. Ich habe gegen Frankfurt mit 123,6 Kilo gespielt als linker Guard und habe mir 8 Pancakes geholt. Ich bin ausgezuckt gegen Frankfurt. Ausgezuckt. Ich habe so viel Spaß gehabt. Und im 3-Punkt-Stance reinschießen gegen eine 3-Tech, das macht schon Spaß. Also am Anfang habe ich mir gedacht, nein, ich weiß nicht. Es war so, gegen die Raiders hatte ein Spieler von uns ein bisschen Schwierigkeiten gegen einen anderen Spieler, und wir haben dann gesagt, Herst, bitte stell mich rein, Toby Lettman, der ist frisch aus dem Flieger gekommen, der hat nur Left-Tackle-Raps bekommen und er will Left-Tackle spielen. Dann haben wir gesagt, stell mal ihn links, ich mache den Guard. Ich war im Training, war ich immer urgerne Guard, weil ich der D-Line einen guten Look geben will und weil ich mir beweisen will, dass ich 150, 160 Kilo D-Line an irgendwelche Paulies da schieben kann. Und ja, das ist extrem gut gegangen gegen Frankfurt. Und dann bin ich hier linker Tackle im Viertel gewesen, weil wir dann noch jemanden reinrotiert haben.
Und jetzt haben wir es aber dann so behalten, der OC hat gesagt, na, ich will, dass der Alex linker Tackle macht, aus. Und jetzt rotieren wir halt drumherum. Aber wie gesagt, alle von uns sind ready, you're one play away. Und dann bist du drinnen. Und jeder kriegt auch dementsprechend viele Reps im Training. Wir sind wirklich eine tighte Unit und ich liebe jeden meiner Brüder in der O-Line. Wir trainieren gemeinsam, wir hängen gemeinsam ab, wir kämpfen gemeinsam, wir schauen uns Film an, wir sind extrem streng mit uns selbst. Extrem streng. Wir schauen auch immer nur die Scheiß-Plays an. Wir schauen nie das ganze Spiel, immer nur die nicht guten Plays. Du hast gar nicht erst an die Gedanken kommen, dass du dich fühlen kannst für ein Pancake. Das interessiert keinen. Uns interessiert nur, wo du besser werden kannst. Und Coach Tipsy, der Thomas Tipold, mit dem habe ich gespielt. So ein Spieler, der hat Genuss drin gefunden, immer mich zu verarschen. Egal, was ich gesagt habe, er hat den Witz draufgesetzt, alle haben gelacht. Das ist noch immer so. Aber ich habe ihm von Anfang an der Saison gesagt, Tipsy, jetzt bist du mein Coach. Ich bin dein Spieler, ich akzeptiere die Rolle als dein Spieler. Ich werde ein bisschen Input geben, aber du bist der Coach und auf dich hören wir. Und er hat auch angefangen, Sachen bei mir in meinem Pässe zu ändern, wo ich mir anfangs gedacht habe, Herrst, jetzt will ich nicht wieder was Neues lernen. Aber er hat recht und ich versuche coachable zu bleiben. Dein Ego hat hier keinen Platz, egal was du glaubst, wie gut du bist. On any given place, someone can get you. Und das ist so die Mentalität. Und ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mir taugt es mit der O-Line. Und ja, jeder muss, wenn er sofort was falsch gemacht hat, da gibt es keinen. Ich dachte, er hat das gesagt. Nein, ich bin schuld. Mein Fehler. Kommt nicht mehr vor. Next play. Flush it down. Next play. Und jetzt eben gegen Barcelona haben wir ordentlich Druck bekommen. Bist du deppert, die waren Oh ordentlich. ja, Also Michael nach den Sam. Raiders, die einzigen zwei D-Lines, für die ich mega Respekt habe. Wo ich mir gedacht habe, bumm. Okay, das wird ein langer Tag. Aber ja, wir haben bis zum Ende durchgedrückt. Vier Viertel. Wir haben nicht eine Sekunde daran gedacht, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen werden. Sogar bei 20:8. Fuck it, wir holen uns das. Dann ziehe ich kurz eine Frage vor, weil es gerade passt. Du hast ja gegen Michael Sam oder Alejandro Fernandez wahrscheinlich gespielt. Beide. Was ist dir im Vorfeld bei denen beim Filmschauen aufgefallen und konntest du das auf dem Feld umsetzen? Oder was macht dich so gut? Michael Sam und alle anderen habe ich mir angeschaut. Michael Sam ist mit jedem Spiel besser geworden und er ist jetzt auch in Orga-Shape. Der schaut nicht mehr so aus wie im Game Week One Film. Dieses Spiel war wirklich ein Orgelspiel. Ich wusste, er wird dich nicht erlauben, dass du dir seine Schulter nimmst und mit deinen Händen arbeiten. Und Alejandro, weiß ich, er ist 20 Jahre alt, er ist jung, spritzig, schnell, aber ihm fehlt die Kraft. Wie man in Amerika man das genannt hat, Man Strength. Dass du einmal die Hände bekommst und zumachst, dass du nicht mehr rauskommst. Und da habe ich drauf gesetzt, da habe ich drauf gesetzt, Verzeihung, ich muss kurz anstecken, da habe ich drauf gesetzt, wenn ich Michael Sam bekomme, dann gebe ich ihm einen Zip-Flash. Ich flash meine Hand, dass er einen Move ins Leere macht und dann resette ich. Das hat super funktioniert. Einmal ist er wirklich arg um die Edge gekommen, Gott sei Dank war der Ball weg. Lucas Holub, Shoutout zu meinem 20-jährigen rechten Tackle-Mann. Der Typ Michael Sam hat nicht glauben können, dass er erst 20 ist. Der hatte das Spiel seines Lebens. Und ich bin ärger stolz auf ihn. Nicht eine Sekunde hat er sich vor ihm angeschissen. Nicht eine Sekunde. Sondern hat gesagt, passt, nächstes Play, bring it. Und Alejandro, ja, von Anfang an wollte ich in seinen Kopf gelangen. Beim Cointos habe ich ihm schon zugeredet. I can't wait for you. I can't Du bist wait. also auch ein Trash-Talker. Ein wenig. Ja. Ja, ein Personal Foul habe ich rausgeholt von ihm. Aus Personal Conduct. Weil die Spanier, ich habe sie immer bis zum FIFA angeschoben. Die zucken die ganze Zeit aus. Ich so, man, play to the whistle. What's wrong with you? Ist mir egal, dass das Play dort 40 Yards auf der anderen Seite ist. Ich pancake dich da bis zum Pfiff. Und da sind dann oft halt, sie sind oft ins Gesicht gekommen, haben geschimpft und dann hat er mal einmal, glaube ich, ein Headbutt oder so gegeben. Unsportsmanlike Conduct. Habe ich eh gesagt, thank you. Nein, ich versuche in deinen Kopf zu gelangen und dann in deinem Wohnzimmer mir eine Chipspackung und eine Cola aufzureißen. Definitiv. Definitiv. Sehr gut. Aber ja, angeschaut, Handwork, explosive get off, don't overset und be patient. Gib ihm keinen Punch, dann hat er keinen Move. Weil Michael Sam ist gut mit den Händen, er hat vier, fünf Moves. Alejandro hat ein, zwei. Und ich wusste, wenn er mal merkt, dass die nicht funktionieren, dann macht er was anderes. Am Anfang habe ich die ganze Zeit die Bullrush. Wo ich immer dachte, bist du Junge, du bist ganz schön stark. Aber vier Viertel kannst du mich so nicht bullrushen, weil dann bist du müde. Und ja, ein Strip-Sack hat er sich holen können bei einem Play. Quarterback ist den Ball nicht losgeworden, egal, that's on me. Er hätte nicht niemals in die Nähe kommen können.
Aber dementsprechend habe ich auch meine Place gehabt, wo ich drüber gefahren bin mit der Eisenbahn. Also das war definitiv eine Schulung. Und ich freue mich so sehr, wenn die Barcelona Dragons wieder nach Wien kommen. Ich freue mich so sehr, wenn sie ein lilanes Stadion haben und nicht ihre annoying ass Fans und dann auf unserem Rasen glauben, sie können sich aufführen. Annoying as Fans, also die waren hinter euch, das stehen ja hinter euch, steht ja, glaube ich, der Fanclub, oder? Hinter Ja, der, ihre genau. Hooligan-Squad oder was auch immer die sich nennen. Ja. Also übrigens, du sagst ja, neben den Barcelona Dragons waren auch die Raiders, haben eine taffe D-Line. Wenn die Raiders zu euch kommen, werden wir vom Football auch nach Wien kommen und uns das angucken, wollten wir nur mal Yes, Bescheid sagen. Auf jeden Fall. weil ich habe heute 10 Stunden Flixbus gebucht. Ja. Oi, viel Erfolg. Viel Ja, Erfolg. das, Melatonin empfehle ich. das tun wir uns gerne an. Wir wollen es unbedingt sehen. Ja. Und wir müssen einmal nach Österreich kommen, wenigstens die Saison. Und das werden wir tun. Aber ich habe Es auch noch wird eine ein Frage. sehr cooler Game Day. Ich warne euch gleich vor. Ja. Der Game Day ist top. Das Stadion ist cool. Das Essen passt. Die Leute sind leibernd. Also herzlich willkommen in Wien. Ich freue mich auf euer Kommen. Ja, wir sind auch sehr Ja, kritisch danke. danach. Mal gucken, ob positive Also, Kritik oder negative kommt Kritik. auf den Wasserpreis drauf an. Kommt auf den Nein. Wasserpreis drauf an. Nein, alles gut. Also das Wiener Trinkwasser ist eines der besten der Welt. Also bitte keine Wasserflaschen kaufen, sondern nach Brunnen suchen. Okay, werden wir Ja, ich tun. habe gesehen, Stoney war ja mal bei Football Bromance, wurde ja mal ge gezeigt, weil Football Bromance mal bei euch war. Und da hat es sogar gezeigt, dass man in Wien auch vom Boden essen könne und hat dann vom Boden gegessen. Ja, Aber ja. sauber, einer der saubersten Städte der Welt, Weltrekord, Guinness-Weltrekord, die meisten Mistkübel in einer Stadt. Jeden Abend fahrt die Emma drüber und wischt ab. Weil unsere Müllabfuhr ist nicht privatized, sondern government-owned. Als Mistkübler bist du Beamter in Österreich. Das ist ein begehrter Job. Okay. Haben Sie was? Man lernt hier nie aus. Aber ich habe jetzt auch noch eine Frage. Und zwar bist du ja O-Liner. Und als O-Liner guckt man in der Regel auf andere O-Lines, wenn man Games guckt. Meine Frage ist, gerade in der European League of Football, welche O-Lines findest du noch sehr gut? Der Raiders. Ich finde, nur die Raiders haben eine ordentliche O-Line. Alle anderen haben einen oder zwei gute Spieler oder einen guten und einen okay Spieler und drei Leute, die adipös sind. Sorry, I'm saying it. Ich habe so, weißt du, kommen nur viele zu mir her, hast du den D-End gesehen? Der ist ziemlich arg. Ich so, nein, hast du den O-Liner gesehen? Der hat keine Ahnung vom Leben. Der schaut nur gut aus. Der braucht mal einen richtigen O-Liner. Nein, nein, Raiders O-Line, definitiv. Raiders O-Line als Unit, die haben Toni Koskinen, Shoutout Toni, du bist eine Maschine, ich liebe dich, Bruder. Und andere Spieler noch, die ich nicht so gut kenne. Ja, also statistisch gesehen, also ich kenne die nach Week 6 nichts, aber nach Week 5 war auch Raiders und Vikings die 2 besten statistisch. Aber gut, ihr hattet viel mit Verletzungen zu kämpfen, haben wir ja gerade eben ja auch schon angesprochen. Vor allem aber auch Knieverletzungen waren häufig. Wie seid ihr als Team damit umgegangen? Es war ja schon vor der Saison, hat es ja schon angefangen und es ist ja sehr schwierig. Also. Also es ist immer schwierig, wenn sich jemand wehtut und überhaupt, wenn er heimgeschickt wird. Also Weston Carr hat wehgetan, Matthias Stockamp hat richtig wehgetan und der Clemens Walz, auch ein junger Spieler, das ein dummer Fehler von mir und jemand landet in seinem Knie, stolpert, boom. Wir haben jetzt zwar die Don Joy Braces, die sind aber halt erst ein bisschen spät gekommen und da haben wir das Pech gehabt im Training. Wie geht man damit um? Man kann nur positiv bleiben. Man kann nur darauf hoffen, dass der nächste Spieler jetzt ready gemacht wird und spielen kann. Und niemals sich denken, oh, da hätten wir ihn, da könnten wir das gewinnen. Nein, wir haben ihn nicht aus. Next up. Aber wir sind noch immer in Kontakt mit jedem Spieler, der bei uns war. Mit jedem. Wir reden regelmäßig mit denen. Und sie sind noch immer Teil der Vikings-Organisation und dieses Teams. Auf die haben wir nicht vergessen. Es ist schwer, aber ja, wir haben das Glück, wir haben den Depth an Austrian Players. Wir haben die österreichischen Eigenbauspieler, die halt doch absteppen, wenn man sie braucht. Und darauf lehnen wir uns. Und wir haben ein gutes Coaching-Staff. Überhaupt Chris, meiner Meinung nach, einer der besten Recruiter in ganz Europa, weil er rekrutiert nicht nach, wo du gespielt hast, sondern ob du es wirklich drauf hast und am allerwichtigsten, wie dein Charakter ist. Wenn du präpotent und eingebildet bist, wirst du nicht bei den Vikings spielen. Wir brauchen keine Egos, keine Divas, die Szenen machen. Das kannst du gerne in einem anderen Verein machen und dort verlieren. Also das war mal das Wichtigste und da holen sie immer wirklich Top-Leute, wirklich. Also mit jedem, den wir nachgeholt haben, sind wir extrem glücklich. Und auf wen ich mich halt richtig freue, ist Blake Nelson. Wartet nur, bis der zurückkommt. Das ist Ja, alles, was ich also. dazu sagen habe, was dieser Mensch mit mir im Training aufgeführt hat.
Gnade euch Gott, ihr lieben Molein. Ja, das haben wir schon gehört, haben wir schon gehört. Wir hatten mich genau, Urlaub. Weil, wisst ihr, der hat mich geschult wie einen kleinen Junge, wo ich dann noch zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, weißt du was, Blake? Ich freue mich, dass du in meiner Mannschaft bist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich freue mich, dass du mit mir spielst und nicht gegen mich. Ja, Michi Holub hatte ich schon zitiert, weil wir hatten Michi Holub vor ein paar Wochen zu Gast. Und da hat er auch schon gemeint, dass du sehr positiv über Blake Nelson gesprochen hättest. Ich weiß nicht mehr was, aber es war auf jeden Fall. Sechs Reps im Training. Alle sechs, ja. Vier Reps im Training. Alle vier hat er gewonnen und vier verschiedene Pass-Rush-Moves. So habe ich noch nie gesehen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir beim ersten gedacht, okay, Alex, du warst unvorsichtig. Hand in der Mitte von der Brust. Beim zweiten habe ich mir gedacht, das kann es ja nicht geben. Das kann es ja nicht sein. Beim dritten habe ich mir gedacht, pssch. Und beim vierten bin ich zu ihm hinkommen, Blake, I'm glad you're on my team. Fertig. Okay. Ja. Orgerhund. Aber ja, wie gesagt, behinderte Verletzung, unnötig, kleine Verletzung und da müssen wir jetzt einfach warten und er kommt zurück und alles wird gut und ich bin optimistisch. Also ja, das Verletzungsblech ist da, Adria wird zurückkommen, Flo Wegan wird zurückkommen, die sind eh Arbeitstiere und kümmern sich um ihre Körper wie Profis, da mache ich mir keine Sorgen. Genau. Und ja, dementsprechend werden die Raiders definitiv ein anderes Team sehen, wenn sie uns in Wien wiedersehen, als was sie damals in Tirol gesehen haben. Und X hat nicht gespielt gegen die Raiders. Und X wird gegen die Raiders spielen. Unser Cheatcode ist ready. Ja. Jetzt kommt meine Frage. Ihr habt doch als einziges Team noch kein Spiel verloren. Sind die Vienna Vikings vielleicht zu stark für diese Liga? Nein. Also, ich habe das jetzt schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal. Das einzige Team, was die Vikings schlagen kann, sind die Vikings sich selber, indem wir nicht exekutieren. Fertig. Wir haben das Talent, wir haben die Coaches, wir haben einen Gameplan, wir haben die Infrastruktur, das Trainingsfeld, alles gegeben, um zu dominieren und erfolgreich zu sein. Aber an einem jeden gegebenen Tag können wir uns nur selber in den Fuß schießen. Und davon bin ich überzeugt. Und das haben wir auch von Anfang an der Saison gesagt. It's not about them, it's about us. We play our football. We don't look at them, we don't adjust to them, we do our things. Und das ist heute noch so. Und jedes Spiel gehen wir mit der Mentalität rein, 0-0. It's 0-0. No one cares about last game. Next game is up. Und wir leben danach. Die ganze Mannschaft. Und was ich halt noch super finde, manche Mannschaften hast du eine wirklich tighte Familienumgebung und ein gutes, gesundes Verhältnis. Ich war schon Teil von vielen Teams und auch von vielen Vikings-Teams. Die Vikings-Teams verglichen zu meinen amerikanischen College-Teams waren immer tighter und immer brüderlicher. Also es war wirklich ein Brotherhood. Aber diese Mannschaft jetzt, ich sag's euch, jeder liebt jeden. Wir würden für den Nächsten die Hand ins Feuer geben, ohne Frage. Es ist so ein tight, close-knit Team mit gegenseitigem Respekt und Hustle und Arbeitsmoral. Ich liebe es. Ich liebe meinen Verein. Ich liebe es, ein Viking zu sein. Und es ist, man sieht es auch, wenn die anderen Spieler sagen, ja, braucht sie denn nächstes Jahr? ja, oft genug sind sie nach dem Spiel kommen. You guys have a complete team. Ja, das haben wir. Und ja, ich liebe mein Team. Und das ist der Hauptgrund. Wir halten zusammen. Wir haben keine Egos am Feld. Es gibt keine Superstars. Und wenn du ein Superstar bist, dann bist du trotzdem humble and hungry. Es gibt kein Ego. Ego darf nicht sein. Wir sind eine Unit, ein Team und wir gewinnen nur als ein Team. So klischeeartig das auch klingt, wir leben es, wir atmen es voll und ganz. Ich würde sagen, Hendrik, wir haben unser Intro gefunden. Ja, das haben wir. Aber eine Frage noch, auch wenn du es eigentlich schon mehrfach beantwortet hast, ich will es aber trotzdem nochmal genau hören. Und zwar habt ihr die Raiders in Tirol geschlagen, was ihr jahrelang schon nicht mehr geschafft habt. Ihr habt den amtierenden European League of Football. Noch nie sogar. Ach so, du, okay. Auf jeden Fall, ihr habt den European League of Football Champion, den amtierenden, besiegt und ihr habt das letzte 5-0-Team auch noch eine Niederlage zugefügt. Also ihr habt eigentlich sehr viel schon geschafft. Aber meine Frage ist, welches Spiel war am schwierigsten oder welches Team war am schwierigsten zu schlagen von diesen Teams, die ihr bereits bespielt habt? Yes, Raiders war ein Dogfight. Raiders war ein Dogfight, aber Badalona genauso. Die waren beide gleich, obwohl
Gegen die Raiders haben wir uns unnötig in Fuß geschossen. Wir haben 3 Touchdowns am Feld liegen lassen, gleich am Anfang. Gegen Badalona, wollt ihr wissen, was gegen Badalona passiert ist? Wir hatten einen Gameplan. Und das war die ganze Zeit die Rede davon, Xavier Edwards und Kyle Sweet, oder? Der beste DB von uns, den legen wir auf ihn hin. Wenn Edwards nicht mehr zu Sweet passen kann, fällt alles auseinander, weil unsere D-Line so viel Druck macht. Kurz vorm Spiel wechseln sie zu Zone Coverage und Edwards covert, unser Xavier covert den zweitbesten Receiver. Sweets, he had a game. Er macht Fotos mit den Zuschauern, er macht das Bye-bye-Winke-Winke-Zeichen und Xavier ist ausgezuckt. Und in der Halbzeit ist er gekommen und er so, wow, you don't pay me to cover the second best player. I am covering Sweets from now on. Und Chris hat ihn genommen, you want to cover Sweets? Er so, yeah. Er so, you covering Sweets. Und da hat man dann gesehen, jedes Mal, Edwards schaut auf Sweets, er sieht nichts, oh fuck, ich muss los. Jedes Mal, Sweets hat nichts gemacht in der zweiten Hälfte. Einen Flat hat er gecovert und daran mal einen die Rippen bekommen von Xavier, wo er sich dachte, yeah, I'm here to play. Der Typ ist ein Psycho, ich liebe ihn. Xavier ist ein Wahnsinn. Und er hat sich persönlich genommen, er war so hass, erstes Mal, was Badalona mit ihm gemacht hat. Sie lassen ihn nach Badalona einfliegen, in Detroit rufen sie ihn an und sagen, wir holen dich doch nicht. Das hat er dem Headcoach nie verziehen. Das war ein Person. Ja, ja. Er hat sich dieses Datum eingekringelt. Er hat ein Jahr darauf gewartet, gegen sie zu spielen. Und dann hat er sie, wie so auf Sweets losgegangen. Er hat gesagt, you ain't going nowhere. Und Sweets hat in der zweiten Hälfte keinen Ball bekommen. Die Offense hat nichts mehr gemacht. Das heißt, anstrengend, unnötig anstrengend gemacht haben wir sonst gegen die Raiders. Aber jetzt dieses Spiel gegen Badalona mit 8:20 im Rückstand im vierten Viertel. Definitiv das schwerere Spiel. Wo der Coach gekommen ist und das Timeout genommen hat. Und er hat gesagt, Herr Buschel, Wir gehen jetzt einen tiefen Pass, 3:20, der Post wird offen sein. Olein, gebt sie mir eine Sekunde länger. Ich konnte nicht mehr atmen. Da habe ich gedacht, Alter, Harvey, wie sollen wir das schaffen? Egal, scheiß drauf, wir schaffen das. Toby Lettman hat gesagt, Olein, we're either gonna die or we're gonna go victorious off the field. There is no other option. Ich schwör's dir, das hat mir noch einmal so einen Ansporn gegeben. Toby war in the game, der doch. That was personal for him. Und dann auf einmal sehen wir noch, er chuckt ihn raus, unser Ferrari, einer der schnellsten Spieler in der Liga. Boom, holt den Ball. Ich habe es nicht glauben können. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe mir gedacht, das kannst du nicht erfinden. Aber ja, geil. Und dann natürlich hat die Defense gehalten. Die hatten noch 1 Minute 40, um zu scoren. 1:37. Aber zugemacht. Solange Sweets gecovert ist von einem guten DB, nimmst du ihnen die Möglichkeit. Weil es ist diese Combo. Es ist Edward Sweets. Die zwei führen sich auf in der Liga. Und wenn du den Sweets ausschalten kannst, mit einem Orgen Press on DB, der den in der Fresse ist und sagt, na, Alter, du gehst halt nirgendwo hin. Und dann hat man eine Chance. Und das hat man auch gesehen. 3 Punkte in der zweiten Halbzeit, unanswered points. In der Offense haben wir umgestellt auf Quick Pass. Die haben einfach die ganze Zeit geblitzt, die haben Hölle gebracht. Und wir haben gesagt, Alter, vergiss das, wir ändern jetzt die Pass-Pro ein bisschen und nur Quick Passes. Und jedes Mal in der Pass-Pro wusste der Quarterback, von wo der Blitzer kommt. Das habe ich dann gesagt. Also erst ändern wir die Pass-Pro so, dass er immer den Typen am Wurfarm hat in der Fresse. Dann weiß er, wann er am Ball loswerden will. Wenn der Linebacker von da kommt, dann wird er gehittet. Das hat super funktioniert. Dann bum, 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 das Feld runter. Ciao, Papa. Also definitiv Barcelona. Die Hitze, die Hostility im Stadion, die Orge Defense von ihnen, die sich einkastelt hat. Ja. Das war das Härteste, das Letzte. Du bist immer noch richtig heiß. Ja, du bist gerade so drin, deswegen haue ich die nächste Frage auch gleich noch raus. Du hast gesagt, du bist froh, dass Blake in deinem Team ist, aber gab es in dieser Saison trotzdem einen Gegenspieler, wo du sagen musst, Chapeau, nicht schlecht? Der DN von den Raiders. Ich wusste, er ist Division 2. Da haben wir gedacht, okay, der wird gut sein gegen diese Pappenheimer O-Liner, ich habe ihn unter Kontrolle. Den Fehler, den ich gemacht habe, ich habe getrashtalkt gegen ihn. Zwei, drei Mal habe ich ihn am Arsch gesetzt, bin zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, hey, was machst du jetzt? Also, was meinst du? Naja, wenn ich die Raiders nach Hause schicken nach der Performance. Er ist ausgezuckt. What are you talking about? Er war richtig, richtig hass. Und ja, dementsprechend hat er Gas gegeben und den Fehler mache ich nicht nochmal. Nächstes Raiders-Spiel, ich bin topstumm. Ich rede kein Wort. Ich weiß, was du Curtis Pounds das nächste Mal sagen kannst, aber das sage ich dir vielleicht, wenn die Videoaufnahme vorbei ist. Aber das ist genial. Dieser Eduard, dieser D-Tackle von Badalona mit den Dreads.
Der war auch arg. Weil erstens mal, er ist gut und er kann schmutzig spielen, wenn er will. Man sieht es eh da, leichte Abschürfungen im Gesicht. Einen habe ich in die Fresse kassiert von ihm. Nachdem der Elfer die Personal Foul bekommen hat, war er ziemlich angefressen. Der war auch ziemlich arg. Und Michael Sam ist Michael Sam. Zwei, drei Mal hat er mal die Arme so perfekt weggehaut. Er hat das Play nicht gemacht. Aber ich habe danach mal gedacht, ui, Vorsicht. Vorsicht, der Typ ist spritzig. Ja, also Elf, Alejandro, Michael Sam und Drumsfield. Die drei sind definitiv, da habe ich Respekt, da gehe ich ins Spiel und bin auf meinem E-Game. Was ich hier immer versucht zu sein, aber da habe ich mir gedacht, Vorsicht. Gegen andere habe ich nicht gespielt, Edebali würde mich interessieren, sehr, 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 sehr sogar. Aber ich weiß nicht, ob wir gegen Hamburg spielen werden, ob ich eine Chance bekomme. Ich habe Ärger, Respekt vor dem Typen, was er bis jetzt erreicht hat, wie er derzeit auf seine Fotos ausschaut, wenn er postet. Weil er schaut wie Tarzan aus und ich glaube, er spielt wie Tarzan, sicherlich. Also gegen ihn, ja. Major Respekt, aber ich würde schon schauen, wie ich mir das biegen würde und wie ich ihn blocken würde. Die vier, sage ich, in der Liga definitiv. Und Alejandro, 20 Jahre alt. Mann, der hat die ganze Welt vor sich. Mit 20 Jahren, sowas, was der drauf hat, so einen Druck zu machen, Hut ab. Wir haben eh nach dem Spiel gesagt, wir sind alle Türen offen. Nimm den Loss nicht persönlich, du bist ein guter Spieler. Ja, der ist vielleicht auch, genauso wie Lukas Holub, ja, vielleicht auch noch ein Kandidat für das NFL-IPP. Lukas Holub in 2 Jahren IPP, ich sag's jetzt, es ist aufgenommen worden. Er muss nur noch zunehmen, ein bisschen mehr Gewicht drauf, mark my words. Deswegen ist er auch nicht ins College gegangen. Er hat gesagt, jetzt kann ich es über das IPP schaffen, ich will nicht von meiner Familie weg. Und das war ein Hauptgrund, der mich fertig gemacht hat, war die Distanz. Wenn du so weit weg bist, Mann, das ist manchmal nicht einfach. Manchmal macht dich das echt fertig. Und er hat gesagt, na, College lasse ich. Ich forciere das jetzt nicht. Ich bleibe bei der Family, ich bleibe beim Verein. Und andere haben es mit dem IPP geschafft. Ich schaffe es auch. Und darauf arbeitet er hin. In 2 Jahren hat er den Körper, den er braucht. In 3 Jahren, was er aufzeigen kann. Und die IPP ihn fix drüber einlädt. Fix auch noch. Und wir haben gemeinsam in der Offseason so viel miteinander gearbeitet. Der Typ will es. Der Typ hat eine richtige Arbeitseinstellung. He stays out of trouble. Er macht keinen unnötigen Blödsinn, er ist extrem intelligent. Und ja, Alejandro auch. Ich weiß nicht, wie groß er ist. Ich glaube, dem fehlen ein paar Zentimeter. Aber mit einer gewissen guten Zeit und Technik und guten Film ist alles möglich. Und die wollen sicher auch einen Spanier haben. Weil das geht auch ein bisschen nach dem, wo du herkommst. Ja, wir sind jetzt natürlich in der Bye Week, also zumindest für euch. Aber wie sieht normalerweise deine Vorbereitung auf ein Spiel aus, als wenn wir eine normale Woche hätten? Mit Unterricht als Lehrer oder jetzt Sommerferien, wo ich ein Import bin? Welche Variante? ja, dann die Variante mit Lehrer. Also die Lehrervariante war jetzt bis Wroclaw. Montag 10 Uhr in der Früh bis 14 Uhr Unterricht. Ich bleibe bis 16 Uhr in der Schule, weil ich Sachen machen musste. Dann gehe ich nach Hause, kleiner Snack, ab ins Gym. Mobility, Dynamic Effort. Dienstag ist mein Killer-Tag. Von 7 in der Früh bis 17.20 Uhr, von 15.40 Uhr bis 17.20 Uhr unterrichte ich Turnen und ich mache immer mit. Weil wenn der Lehrer mitmacht, machen alle mit. Und wir haben immer so einen Finisher-Circle. 10 Minuten Hardcore-Abs am Ende. Und ich schreie immer, who's finishing who? Und ich so, wir finishen den Finisher. Und ab geht's. Bam, bam, da wird gearbeitet. Dann direkt von der Schule ins Meeting und ins Training. Also ich komme ins Training am Dienstag am Zahnfleisch angekrochen. Aber es interessiert keinen, also Augen zu und durch. Mittwoch Off-Day, wieder ins Gym, Donnerstag Training, dann Sauna am Donnerstagabend nach dem Training. Freitag haben wir das Walkthrough, da wird gestretched, dann Walkthrough-Practice und dann nach Hause vorbereiten für die Reise oder dann fürs Spiel. Wenn am Sonntag Spiel ist und wir zu Hause sind, dann vielleicht noch Samstagvormittag Sauna-Ice-Bath, Kontrast. Und dann am Sonntag Match. Okay. Also Lehrer sein. Vollzeitlehrer und ELF war damit Abstand die härteste Challenge meines Lebens bis jetzt. Mit Abstand. Ja, das ist schon ein krasser Tagesablauf. Gott sei Dank, aber, ist es wie in den Sommerferien, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ja. Ja, aber das Wetter ist eine Frechheit. Die Hitze ist schon ein Wahnsinn. Ja. Schaut mich an, wie braun ich bin mit meinen Bräunungsstreifen. Da, ärgste Hackler. Ja. Von da bis da. Ja, da habe ich schon fast Mitleid mit dir. Also. Ja. Naja. Ja. Wo sind wir also jetzt? Ich hätte,
Ich hätte noch, also ich kann die Frage sonst auch nehmen, ne? Ja. Weil du hast schon gesagt, du liebst diese Liga, deshalb brauche ich die Frage, doch, ich stelle dir trotzdem, was findest du an der ELF am besten? Und wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du an der ELF verändern? Am besten finde ich, wie sehr sie sich für die Spieler einsetzt. Zum Beispiel die ganze Geschichte mit Sponsoring, dass sie die Spieler schützt, wenn sie eigengesponsert werden, dass der Verein ihnen das nicht verbieten kann. Das fand ich super. Die Exposure, die Highlights, erst 5 Minuten nachdem das Spiel vorbei ist, sind Highlights online. Das Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Super gemacht. Die Media Exposure, wie sie es verkaufen als Streams und damit viel Geld machen am Anfang und das damit dann wachsen. Also das ganze Konzept gefällt mir sehr. Die Referees, wie sehr sie Seminars haben, sich schulen, wie sie ein bisschen leichter aufs Holding schauen, wirklich also uns spielen lassen. Was gefällt man noch? Ja, dass du halt überall in Europa spielst, nicht mehr immer diese heimische Liga und Euro Bowl oder ETCT oder egal wie du es nennen willst, CFL Bowl, all das doesn't matter anymore. 11 ist 11. Maßstab aller Dinge. 12 Regular Season Games, 4x15 Minuten. Halt das aus, Junge. Was ist das? Weil ich da gerade noch Anschluss finde, in Deutschland hat man die gestiegene Aufmerksamkeit ja total gemerkt. Ist es in Österreich auch so? Weil ihr hattet ja schon, also Absolut, die AFL war da absolut. vorher auch schon in der ORF zu sehen und so weiter. Und Ich sage so, alle, seitdem es die 11 gibt, besonders das, ja, sorry to say, es alles andere sind Farmligen geworden. Also, was eine Farmliga ist, da gehst du hin und nimmst die ja. besten Spieler weg. GFL, AFL, Italien, Finnland und alle wollten sich schützen, indem sie gesagt haben, wir verbieten den Nationalteamspielern, wenn sie dorthin gehen, bla bla bla. Immer mussten wir Spieler wieder dafür zahlen, dass wir wo besser spielen wollten. Aber die 11 ist stärker als all dieser Bullshit. Und die Spieler sind trotzdem hingegangen, weil sie wissen, sie kriegen Exposure, sie kriegen richtige Competition, sie kriegen richtiges Coaching und eine Struktur, to some extent, je nach Verein. Und das finde ich so toll, dass das jetzt wirklich professionell oder höchst professionell gehalten wird. Was ich anders machen würde, ist, ich würde mir einen anderen Typen suchen fürs Quant, weil ich habe noch immer nicht mein Team Gear bekommen. Shout out an Ja. every team not having the team gear. Come on, man. Get your shit together, please. Wir wollen unsere Sachen rocken, das von 2017 erst. Ja, doch. Nein, nein, aber sonst das und halt die Reise. Ich weiß nicht, wer unsere Istanbul-Reise geplant hat. Ich habe gehört, die Liga plant das. Dass ich um 3 Uhr aufstehen musste, Ja. um 4 Uhr am Trainingsfeld war, um 6 Uhr am Flughafen, um 11:30 Uhr in Istanbul und um 3 Uhr ein Spiel gespielt habe, bei 29 Grad mit 54% Luftfeuchtigkeit, das ist nicht nice. Das bitte soll ruhig nicht mehr vorkommen, auch wenn es nur Istanbul ist. Aber das war mühsam. Also solche Kleinigkeiten, dass man da vielleicht es anders plant, aber sonst, ich will gar nicht die Liga bashen. Ich liebe die Elf, Nö, alles gut. alles, was sie bis jetzt gemacht haben, passt. Und so Team gehen und so, das sind Kleinigkeiten. Blame it on the logistics issue because of Corona oder der Krieg in Ukraine, wie auch immer. Blame it on someone. Aber das wird sich auch schon regeln, glaube ich. Aber ja. Damit sind wir am Ende dieser wunderschönen, dieses wunderschönen langen Interviews. Wenn Elias nicht noch was Persönliches fragen möchte, würde ich sagen, schließen wir das jetzt ab. Es war uns eine Ehre, mit dir Danke, hier danke, dass ich da jetzt, sein durfte. Danke, dass ich naja, da sein du durfte. kriegst noch deine letzten Worte. Also es war uns eine Ehre, dass wir dir zuhören durften. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich denke mal, Elias Ja. auch. Jetzt hast du aber noch die Chance, ein paar Leute zu grüßen, die vielleicht dieses Filmchen hier sich ansehen und die sich dann freuen können, sich zu hören. Liebe Grüße an alle D-Liner in der 11. Ich hoffe, euch bald dann zu sehen und kennenzulernen, für die, die ich noch nicht kenne. Und sonst liebe Grüße an die Mama. Hallo Mama, falls du das schaust, ganz liebe Grüße, dein Sohn liebt dich. Und ja, an alle Vienna Vikings-Fans, ihr seid super, kommt weiter zu den Spielen, wir brauchen euch, ihr seid ein Wahnsinn, wir lieben euch, toller Support. Und an alle, die noch keine Vikings-Fans sind, es ist nie zu spät, an die lila Seite der Macht zu wechseln.